Ihr Lieben, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Spiegel-Bestseller-Autor, Meutenführer, Übersetzer, Spieleautor, Science-Fiction-Autor, bestaussehender Fantasy-Autor Deutschlands, festes Mitglied im Perirodan-Autorenteam, Tänzer und das Wichtigste, Kölner. Moin Thomas. Moin Gregor. Moin Robert. Hallo, hallo. Vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Da war jetzt wirklich alles dabei. Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Habe ich was vergessen? Nein, also das war wirklich so umfassend, wie ich es noch nie erlebt habe. Ganz hervorragend. Ja, danke, danke, danke. Ich habe es natürlich auch ein bisschen vorbereitet, gebe ich ja offen zu. Aber es hat dann hingehauen. Ja, fantastisch. Schön, dass du bei uns bist. Der Thomas und ich, wir kennen dich so ein bisschen auf die Entfernung. Ich habe dich einmal kurz getroffen, habe einige deiner Bücher und Hefte gelesen, habe da so einen gewissen Wissensvorsprung und wir haben uns so gedacht, auch im Sinne unserer Hörer, vielleicht, dass der Thomas einfach so die Fragen stellt, die man stellt, wenn man nicht so viel Science-Fiction-Literatur liest der und Fantasy. SF-Muggel. Und ich vielleicht, genau, ah, so okay. Praktisch der Thomas die Muggel-Fragen stellt. Muggel oder Muggel. Also und ich dann Gregor doch mal so ein bisschen. Der SF-Fan und der Thomas ist der noch SF-Fan werden möchte. So kann man sagen. So ungefähr. Ganz genau. Ja, als erstes würde ich dich natürlich gern fragen, so eine Frage, die du wahrscheinlich schon 10.000 Mal gehört hast, ob du halt, bevor du Schriftsteller geworden bist, auch einen richtigen Beruf gelernt hast oder gleich den falschen Beruf ergriffen hast. Wie ist das bei dir gewesen? Nee, also es waren tatsächlich mehrere sogar. Ich war, also wenn man mal ganz klein anfängt, war ich natürlich irgendwann mal Schüler, dann war ich Soldat bei der Bundeswehr, dann war ich Student, nebenbei war ich dabei Karatelehrer, dann bin ich Unternehmensberater geworden und dann habe ich etwas langsamer getreten als Projektleiter und dabei habe ich dann schon nebenberuflich angefangen mit dem Schreiben. Also es war eigentlich schon in meiner Schülerzeit war es ein Hobby und dann habe ich das eben immer weiter ausgebaut und wurde es dann irgendwann ein Nebenberuf und dann seit 2013 bin ich tatsächlich jemand, der nichts Ordentliches mehr arbeitet. Also ich bin jetzt nur noch Schriftsteller. Ja, fantastisch. Und ist das eine große Umstellung? Ich meine, du bist ja jetzt sowas Ähnliches wie dein eigener Projektleiter. Also du berichtest ja häufig auch schon mal zu deinen Projekten, wie weit bist du vorangekommen? Hast du einen Rückschlag erlitten? Ist was dazwischen gekommen? Hast du das bald abgeschlossen? Sowas kennt man ja von dir, wenn man dich online verfolgt. War das eine große Umstellung vom Projektleiter zum Selbstständigen? Also man kann sicherlich viel gebrauchen von dem, was man als Projektleiter gelernt und gemacht hat. Das ist eine schöne Sache. Die größte Umstellung ist, dass man keine Kollegen hat. Also das ist eigentlich der größte Unterschied. Ich hatte vorher schon als Projektleiter die Situation, dass ich öfter mal aus dem Homeoffice arbeiten konnte. Also dass ich tatsächlich auch von zu Hause dann gearbeitet habe. Das ist sicherlich für andere Leute auch noch eine große Umstellung, aber für mich das Größte war tatsächlich, dass man eben kein Projektteam um sich rum hat, mit dem man dann gemeinsam bespricht, wie wollen wir die Sache angehen, was wollen wir jetzt als Nächstes machen, wie können wir mit dieser oder jener Sache umgehen, wie können wir das dem Kunden verklickern und wie können wir jetzt hier unseren nächsten Triumph feiern oder wie auch immer. Und das fällt ja dann alles weg. Also man ist ja dann tatsächlich ganz alleine unterwegs. Also Schriftsteller sein bedeutet im Wesentlichen, man sitzt zu Hause vor der Tastatur, klimpert da was in den Bildschirm rein und keinen interessiert es. Das ist erstmal der Hauptteil des Schriftstellerjobs. Ja, hört sich nach einer großen Umstellung an. Also stelle ich mir nicht ganz so leicht vor. Was machst du denn was machst du denn zum Ausgleichen neben der Schriftstellerei? Also ich bin Tänzer, das hast du in deiner Einleitung auch schon gesagt. Ja? Also ich tanze im Goldstar Casino. Das ist, wer sich mit dem Tanzsport nicht so auskennt, man kann da so verschiedene Stufen durchlaufen. Danach richtet sich, wie kompliziert die Figuren sind, die man dann da so erlernt. Ja?
Und da bin ich jetzt inzwischen eben da bei diesem Level angekommen und tanze also Standard und Latein, normalerweise dreimal die Woche. Und also einmal trainieren und zweimal tanzen gehen. Und ansonsten bin ich täglich auf meinem Fitnessbike. Das hat sich für mich gut bewährt, weil das direkt in meinem Arbeitszimmer steht. Also dadurch mache ich das dann auch. Im Gegensatz zu, die Laufschuhe stehen nebenan, da stehen die dann abends immer noch. Ja? Also das war auch, ich hatte gemerkt, ich muss da was machen. Ne? Also das so körperlich muss man dann doch irgendwie mal ein bisschen sich auch fordern. Und hatte erst begonnen damit, dass ich mir so eine Bodenmatte genommen hatte und dann so einfache Sachen im Arbeitszimmer halt gemacht habe. Und so irre das ist, das hat geklappt, wenn die Bodenmatte aufgerollt an meinem Schreibtisch gelehnt hat und wenn sie nebenan gestanden hat, also Luftlinie 4 Meter, das war's. Ja, also konnte man dann vergessen. Deswegen war mir auch klar, als ich mir dieses Fitnessbike da zugelegt habe, das muss in dem Arbeitszimmer stehen, sonst funktioniert das nicht. Und das funktioniert jetzt aber wirklich gut. Also ich bin da tatsächlich jetzt, also über ein Jahr da drauf, also fast 2 Jahre jetzt schon, und mache das, wenn ich zu Hause bin, täglich. Und das ist, merke ich auch, das tut mir auch wirklich gut. Wie ist es denn dann? Wirklich 9 to 5? Ticke, tacke, ticke auf der Tastatur, oder? Ja, das wäre schön. Also das ist erheblich mehr. Oh, Ja, okay. ja. Also das hat mich neulich jemand gefragt unter einem YouTube-Video, wie viel arbeitet man denn so als selbstständiger Schriftsteller? Und das kommt natürlich wie bei allen Selbstständigen auf die Auftragslage an. Ne, das ist ja, Ja. ne, das so. Aber bei mir ist es seit Jahren eigentlich so, dass ich jeden Tag arbeite, also inklusive Samstag, Sonntag, also keine 5-Tage-Woche, sondern eine 7-Tage-Woche. Und mein Arbeitstag, wenn ich jetzt das rechnen würde, was mir ein Angestellter, wenn ich jemanden anstellen würde, in Rechnung stellen würde als Arbeitszeit, dann wären das bestimmt im Schnitt am Tag 10 Stunden. Also ich habe bestimmt eine 70-Stunden-Woche. Echt, die Schriftstellergewerkschaft wehrt sich nicht. Tja, sowas hat man nicht als Selbstständiger. Aber das ist halt, da muss man eben sagen, da gehört auch sowas. Also ich rechne jetzt wirklich alles, was damit zu tun hat. Also auch, ich gehe in ein Forum, wo über meine Bücher diskutiert wird und spreche da mit den Fans oder irgendwie sowas. Ne? Also nicht nur das reine Tippen. Ja, auch Recherche und was weiß ich alles, ne? Ich weiß nicht, wie ist da Genau, der, genau. wir steigen ja gleich ein bisschen tiefer ein. Ich bin jetzt hier, ich habe mal in einem Verlag gearbeitet, da weiß ich, dass irgendwann kommt das Manuskript und da guckt man das durch und talala und so weiter, ne? Und dann wird es mal Ja. zurückgeschickt und kennt das ja. Wie ist da der Anteil, sag mal, wenn jetzt da Recherche und hinterher das Rohmanuskript und dann noch mal so bis zum Fertigen her. Wie sind denn da so die Abläufe jetzt? Also es schwankt natürlich sehr davon dazwischen, was man so macht. Ich glaube, dass also mein echter knallharter Rechercheanteil, wo ich jetzt sage, das muss ich mir jetzt anlesen und da muss ich mich jetzt reinfuchsen, der ist nicht so groß. Ich halte das auch für eine urbane Legende, dass das unheimlich viel wäre, weil Schriftsteller in der Regel über das schreiben, was sie sowieso interessiert. Okay. Das heißt, da schreibt man so aus dem Schwung raus sozusagen. Was dagegen unheimlich unterschätzt wird, ist so den Kontakt halten mit Fans Okay. oder mit Verlagen oder wie auch immer. Also dieser kommunikative Anteil da dran, aber eben nicht wie in einem Job, man sitzt jetzt gemeinsam um den Tisch und bespricht das, sondern Social Media oder Foren oder E-Mails oder irgendwie solche Sachen. Das ist ganz erheblich. Okay. Also das ist sehr viel. Und das macht dir aber auch Spaß. Ja, also meistens ja, manchmal, also aber das ist, glaube ich, bei jedem Job, ne? Man hat nicht immer einen guten Ja, Tag und klar. man hat nicht immer eine angenehme Situation. In Summe, klar, dazu zwingt mich ja auch keiner. Also das Eben. ist ja, ich habe ja eine Homepage, ich habe einen YouTube-Kanal, ich bin auf Twitch, alles davon könnte ich morgen sein lassen, wenn ich wollte, ne? Das ist
Von daher, das ist schon grundsätzlich mag ich das. Es ist auch grundsätzlich so, dass mir alle Leute sofort sympathisch sind, wenn sie mir sagen, sie haben eins von meinen Büchern gelesen, so wie Gregor zum Beispiel. Also, und das ist natürlich immer eine, oh, Sternenbrücke. Und das ist natürlich immer eine super Voraussetzung. Mit Widmung für Genau. Gregor. Diesmal. Ich schreibe übrigens in die Widmung oder zu der Widmung schreibe ich auch immer dazu, wann und wo das passiert ist. Ja. Wenn dann nämlich eins von den Büchern auf irgendeinem Weg wieder zu mir zurückfindet, so in einem Gebrauchtbücherschrank oder irgendwie was, ja, dann finde ich das ganz witzig, so zu sehen, wo diese Reise da begonnen hat. Aber das ist vielleicht eine ganz schöne Genau. Überleitung, die du da gebaut hast, lieber Robert, weil das war im Museum Burglind Krefeld, also standesgemäß in einer Burg. Sogar noch mit ein bisschen Corona. Ich glaube, wir haben unten Maske getragen, ne? 20 Popels waren wir. Das war im Mai 2022. Ja. Und bei Burg denke ich natürlich schon direkt an Drachen und Ritter und so. Und dann wären wir vielleicht beim Thema Fantasy. Was unterscheidet eigentlich die Fantasy von Science Fiction? Also ich bin ja bekennender nur Science Fiction-Leser, konnte mit Fantasy noch nie wirklich was anfangen. Wie hängt das zusammen? Weil du machst ja beides. Ja, also es gibt erstmal keine scharfe Abgrenzung und um es noch schlimmer zu machen, ist es auch so, dass es im internationalen Bereich ganz anders gesehen wird als in Deutschland. Im internationalen Bereich ist die Fantasy ein Unterbereich der Science Fiction, was für uns ein seltsamer Gedanke ist. Finde ich gut, finde ich erstmal gut. Aber tja, Ray Bradbury hat mal gesagt, Science Fiction wäre, also beides ist natürlich fiktional, geht es so die Geschichten über etwas, das es nicht gibt. Ja? Und Science Fiction wäre die Literatur des Möglichen und Fantasy die Literatur des Unmöglichen. Das ist aber eigentlich keine gute Definition, weil er dann zum Beispiel auch gesagt hat, dass die Mars-Chroniken deswegen Fantasy seien, weil er halt eine Atmosphäre auf den Mars gepackt hat. Also eine spürbare Atmosphäre auf den Mars gepackt hat, die es dort nicht gibt. Und damit sei es ein Fantasy-Buch. Aber ich glaube, die meisten Fantasy-Leser, die Mars-Chroniken lesen, werden etwas enttäuscht sein, dann, wenn sie Fantasy erwartet haben. Für mich ist der Unterschied im Wesentlichen die Stimmung. Fantasy fühlt sich eben irgendwo warm an, nach Lagerfeuer, ja, und die Welt ist im Kern ein mystischer Ort. Also die Welt ist erschaffen aus dem Wunsch von Göttern, Feen, oder Magiern oder wie auch immer. Und im letzten Kern ist damit die Welt ein Mysterium und dem menschlichen Verstand nicht zugänglich. Und in der Science Fiction ist die Welt grundsätzlich beherrscht von Naturgesetzen. Ob die alle erforscht sind oder nicht, oder bis wohin die erforscht sind, ist dann die nächste Frage. Aber prinzipiell ist es eine Weltsicht, ein Universum, bei dem wir davon ausgehen, dass es dem menschlichen Geist zugänglich ist, dass seine Gesetzmäßigkeiten dem menschlichen Geist zugänglich sind. Und das fühlt sich dann auf der einen Seite intellektueller an, aber eben auch kälter. Ne? Also das ist eben. Fantasy ist eben Holz und Stahl und Lagerfeuer und Science Fiction ist Plastik, Weltraum und ich weiß nicht. Ja. Sag mal, Robert, wo du das jetzt so sagst, kommt mir spontan in den Sinn Star Wars. Kann das sein, dass der Macher oder die Macher versucht haben, einfach das eine in das andere mit reinzustopfen? Das glaube ich noch nicht mal. Also die Hintergrundgeschichte hinter Star Wars ist ja, dass der George Lucas den Campbell studiert hat. Also er hat ihn später auch getroffen, aber die haben das auch im Studium durchgenommen. Und der Campbell, der hat dieses grundlegende Werk geschrieben, der Heroes in 1000 Gestalten. Daraus ist abgeleitet die Heldenreise. Das kommt daher. Das ist so ein Erzählschema. Der Monomythos hat er das da genannt. Da ist George Lucas einer der orthodoxen, strengen Gläubigen, was das so angeht. Und das kann man auch an Star Wars sehen. Star Wars ist im Prinzip dieser Monomythos, der da ausgewalzt wird von dem Campbell.
Jetzt kommt dieser Monomythos daher, dass der Campbell sehr viele verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt studiert hat und vor allem eben deren Sagen und Mythen und hat eben das Gemeinsame darin gefunden. Auch interessanterweise aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Also ich glaube, in Guinea ist er, glaube ich, gewesen und also in Nordamerika sowieso. Und also hat er eben verschiedene Märchen, Mythen und so weiter analysiert. Und insofern hast du dann wieder recht, weil die Erben der Märchen sind ja die Romantiker und die Erben der Romantiker sind die Fantasy-Autoren. Und von daher, wir haben ja das komplette Personal übernommen mit Hexen und Drachen und so weiter. Ja, die konnten ja dann bei uns direkt weitermachen, sozusagen. Und von daher trifft es sich dann an der Stelle wieder. Ja, interessant. Hab ich so noch gar nicht gesehen. Ich meine, bei dem Science-Anteil an der Science-Fiction merke ich halt bei dir, also sowohl bei deinen Perry-Rhodan-Romanen als auch bei den, wie heißt das jetzt im Fachlichen, bei den Einzelromanen, bei den Büchern, dass du dich schon sehr ausführlich damit beschäftigst, wie die Physik jetzt eigentlich wirklich geht, ne? Also Stichwort, was passiert, wenn ich auf einmal im Vakuum bin, als Beispiel. Aber dass du dann nicht wie andere Kölner Autoren, deren Namen nicht genannt werden, jetzt 20 Seiten darüber schreibst. Also ich habe das bei dir angenehm empfunden, dass du teilweise sogar in einem Nebensatz mal eben klar machst, ne? Ja, klar, geht nicht wegen weil oder ja. Logischerweise wegen da, 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 da und dann geht aber die Handlung weiter. Also das ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde das sehr angenehm, dass man spürt, aha, das ist so und das wird auch kurz erklärt und dann geht es aber auch weiter. Ja, das Primat ist immer bei der Geschichte, die erzählt werden soll, ne? Das ist bei mir auf jeden Fall so. Also ich finde das halt klasse, weil ja, wenn man halt Physik interessiert ist, dann kann man aus den Romanen durchaus auch noch was mitnehmen. Andererseits, ja, bitte. Also ich war mal auf einer Lesung von dem Michael Crichton und der hat das eben so ausgedrückt, er interessiert sich halt für Naturwissenschaften, er schreibt aber eben keine Sachbücher. Und wenn er jetzt auf Leute trifft, die so ein Grundinteresse daran haben, dann sieht er das wie bei so einer Mondrakete, die mehrere Stufen hat. Und sein Roman ist eben diese Stufe 1. Und wenn man dann aber noch weiter aufsteigen will, dann muss man danach dann eben für Stufe 2 und 3 tatsächlich zu einem Sachbuch greifen, um sich da dann weiter reinzulesen in das Thema. Fühlst du dich denn so ein bisschen als Wissenschaftler? Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Populärwissenschaftler, ne, die auch im Fernsehen dann irgendwas machen. Da muss man ja auch mal runterbrechen, damit das gemeine Volk das auch noch nachvollziehen kann und auch Spaß dran hat. Ne? Also ich kenne so Leschs Kosmos oder was weiß ich, was es da so gibt. Die vermitteln das ja auch. Könntest du auch sowas? In Teilen könnte ich das vielleicht. Also tatsächlich dieses Vermitteln vor Publikum. Ich war ja Unternehmensberater, ne? Also da macht man ja auch nichts anderes letztlich dann. Ne? Also das prinzipiell könnte ich das vielleicht schon. Ich mache das auch zum Teil in meinen Lesungen, gerade wenn das zu Science-Fiction-Büchern sind, dass ich dann gerne auch aus der Recherche erzähle, was denn da aufgefallen ist und was da interessant ist. Das mache ich schon ganz gerne, ja. Ich habe allerdings auch gesehen und gelesen, dass das ja nicht nur Science ist in deinen Romanen, sondern auch halt soziale Themen, ne? Also bei Ja, also Sternenbrücke, weil es gar, die ja. Schwesterwissenschaft der Science Fiction ist nicht, wie viele denken, die Physik, sondern die Soziologie. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Und wir schauen eben, das ist auch anders als in der Fantasy. In der Science Fiction schaut man grundsätzlich so auf die großen Bewegungen, auf die Gesellschaft im Ganzen und gesellschaftliche Strömungen. Und dann nimmt man irgendein Novum, das es in unserer Welt halt nicht gibt. Und das kann technisch sein, kann aber auch was anderes sein. Und dieses Novum, das verändert gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, es gäbe jetzt eine Pille, die macht, oder die eine Pille gegen das Altern. Und die wird jetzt eingeführt. Dann kann man sich ja leicht vorstellen, die wäre wahrscheinlich zu Beginn recht teuer. Und was macht das dann mit unserer Gesellschaft? Also wenn nur Leute, die sich das leisten können,
diese Pille bekommen. Was sind das dann für Leute, die dann unsterblich werden? Sind das die Leute, denen wir das wünschen? Muss man denen dann doch die blaue geben und nicht die rote? Ja, genau. Nee, also das ist, ab da ist man dann ja dann in einem gesellschaftlichen Thema. Wie geht man als Gesellschaft damit um? Und das kann man natürlich auch unterschiedlich diskutieren, dass man sagt, es gibt vielleicht unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Gesellschaften, die eben mit dieser Fragestellung auf verschiedene Art und Weise umgehen. Und das sind aber dann gesellschaftliche Themen. Das ist kein primär technisches Thema dann. Also ich finde das gut, dass wir darüber sprechen, weil ich kann mir den einen oder anderen Hörer vorstellen, der jetzt sagt, ich habe eigentlich noch nie ein Science-Fiction-Buch gelesen, weil ich irgendwann mal vor 30 Jahren gelernt habe, ja, das ist halt Wild West im Weltraum oder irgendwelche Raumschiffschlachten oder so. Und deswegen finde ich das schon einen wichtigen Hinweis, dass wir in der Jetztzeit, aber auch früher mit Isaac Asimov und wie sie alle hießen, natürlich eigentlich immer diesen gesellschaftspolitischen Aspekt dabei hatten. Aber um. Manche stärker, manche nicht ganz so stark, aber jetzt kürzlich sind ja die Rechte frei geworden an 1984, deswegen gab es ja so viele neue Buchausgaben davon. Weil man eben die Urheber nicht mehr bezahlen musste. Und das ist ja ein Riesen, also prägend für dieses ganze Dystopie-Genre innerhalb der Science Fiction, aber auch wirklich gutierbar für viele Leute, die sonst eben mit den Aspekten, die du dargestellt hast, nichts anfangen können. Die können ja trotzdem guten 1984 lesen. Wissen dann aber oftmals gar nicht, dass sie gerade Science Fiction lesen. Das ist ja auch ein bisschen schade für uns, aber das ist halt unser Schicksal. Ja gut, dann müssen die Verlage da was tun, dann müssen die das halt dick drüber schreiben. Oder die Buchhändler müssen Ja, es ins richtige Regal tun und. das wollen sie ja gerade nicht. Also wir nehmen das ja jetzt auf Mitte Februar, das heißt, es ist nicht mehr lange, bis der Schwarm anläuft als Ach, ZDF-Verfilmung stimmt. von Frank Schätzing. Der war, glaube ich, unter anderem deswegen erfolgreich, weil nicht drauf stand, dass es Science Fiction ist. Da stand halt Thriller drauf. Ne? Das ist schon gut gemacht gewesen. Also du tippst auch so ein bisschen auf Marketing, so sozusagen. Ja, das gehört immer irgendwo so mit dazu. Ne? Also wenn da allgemein Thriller draufsteht, liegt es woanders in der Buchhandlung, als wenn Science Fiction draufsteht. Ich meine, der Frank Schätzing ist ja auch ein Meister der Selbstvermarktung, muss man ja auch dabei sagen. Ja, Ne? Also natürlich. das Ja, hat ja, ja auch ja, schon in ja. Unterhosen gestanden und sonst was. Ne? Also der kann es einfach, was auch immer. Absolut. Absolut. Doch, doch, doch. Also ich erinnere mich gerade bei der Schwarm an sein Werbevideo, wo er da effektvoll am Strand lang geht und die Windböe in seine toupierte Frisur da reingreift und sowas. Das war schon, Kein Zufall. das muss ich auch nochmal machen. Also das war schon super. Ja, gut, dann sollten wir mal notieren, dass wir das nicht vergessen, ne? Mit dem Video. Ich muss jetzt gerade an so ein Fell denken, wo jemand anders drauf liegt, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir schweifen ab. Was ich übrigens noch nicht verstanden habe, Robert, das könntest du mir vielleicht erklären und auch den Hörern, wo besteht denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Spielen, zwischen solchen Rollenspielen und der Science Fiction und Fantasy? Also die Literatur ist erst da gewesen. Und dann kam ein Herr Gary Gygax in Amerika auf die Idee zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir diese tollen Fantasy-Bücher, die wir hier haben, auch nachspielen können. Also wenn wir praktisch in die Rolle der Hauptfiguren spielen, schlüpfen können in so einem Fantasy-Roman und diese Geschichte dann auch im nächsten Step nicht nur nachspielen, sondern vielleicht auch anders spielen. Wenn wir das Setting übernehmen, und dann aber dadurch, dass wir diese Hauptfiguren führen, eine andere Lösung für dieses Setting möglicherweise finden. Und daraus sind die Fantasy-Rollenspiele entstanden. Da sitzt man also rund um einen Tisch und man kann sich das im Grunde vorstellen wie ein Theaterstück, das nur in den Köpfen der Leuten da am Tisch abläuft.
Und jeder, der dort sitzt, hat eben eine der Hauptfiguren und erzählt, was diese Hauptfigur jetzt gerade tun soll. Und dann gibt es einen, der ist der Spielleiter, der übernimmt alles andere. Der erklärt das Setting, der spielt alle Nebenfiguren, die Gegenspieler und so weiter. Und so ist aus der Literatur dann eben das Rollenspiel entstanden. Und das hat eine recht große Fangemeinde. Man kennt das inzwischen auch aus so verschiedenen Fernsehserien, wo das so am Rande mal eine Rolle spielt. In Amerika ist das größte davon Dungeons and Dragons. Und in Deutschland das Schwarze Auge. Das ist eben hier, hat sich hier halt durchgesetzt. Es gibt aber sehr viel weitere und sehr noch ganz andere, und es gibt die eben auch für Science-Fiction-Hintergründe und eigentlich für alles Mögliche. Also das ist ja, also dann dadurch dann eben so eine Spielform geworden, und natürlich inzwischen kennen, glaube ich, sogar noch mehr Leute das in der Computervariante, wo man eben dann am Computer sitzt und da dann irgendwelche Figuren führt. Es ist aber, wenn man es am Tisch spielt, hat es eben noch sehr viel mehr von diesem Theatralischen, ne? Dass man dann eben wirklich so eine Rolle ausspielt. Bei den Das heißt ja Perry Rhodan, ne? Also so richtig so deutsch ausgesprochen. Wo kommt eigentlich der Name her? Also das Perry kann ich mir vielleicht noch erinnern, aber dieses Rhodan, ist das irgendwie, hat das irgendeine In der Zeit, Bedeutung? Was weiß ich, wie, keine Ahnung. also in Wirklichkeit ist es so, das ist ja 1961 entstanden, und zu der Zeit liefen im Kino viele so Monsterschocker, also Godzilla und Ableger. Und einer dieser Ableger war Rodan. Rodan ist ein Flugsaurier, also ein Flugsaurier, der irgendwelche Städte platt macht. Ja? Japanische Erfindung. Und das klang irgendwie cool und war damals auch modern. Und dann haben die gesagt, das nehmen wir, und damit die uns nicht verklagen können von der Filmfirma, mogeln wir da noch ein H rein. Also der Rodan, der schreibt sich ohne H, dieses Monster. Und Rodan schreibt sich mit H. Das ist die Erklärung in der echten Welt. In der fiktiven Welt kommt eben die Familie von Perry Rhodan aus der Nähe der Rhone, des Flusses Rhone. Und der heißt Rhodanus auf Latein. Und da kommt dieser Familienname her, und dann sind die aber ausgewandert in die USA. Und deswegen ist er dann ich glaube, in der dritten Generation ist er dann Amerikaner und wird dann eben Astronaut. Sehr schön, wusste ich auch noch nicht. Jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir schon die Überleitung zu Perry Rhodan gebracht. Also ich kenne jetzt niemanden, der Perry Rhodan besser vorstellen kann als der Robert. Aber ich hab in der Vorbereitung mal so ein bisschen Zahlenwerk zusammengetragen. Das kannst du mich dann auch gerne korrigieren, Robert. Ich habe einfach mal für die Hörer jetzt, die es gar nicht kennen, mal nackt zusammengestellt, wie das gewesen ist bei Perry Rhodan oder wie lange es das schon gibt. Also im September 61 ist halt das erste Heft erschienen. Das ist jetzt 61,5 Jahre her. Um sich 61 Jahre so ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, habe ich mir aufgeschrieben, das waren jetzt 9 Bundeskanzler, davon alleine 2 über 16 Jahre lang im Amt. Oder anders gerechnet waren es 6 Päpste, ne? Einer davon 26 Jahre alleine. Und es ist eine Zeitspanne, die anderthalb Mal so lang ist, wie die DDR existiert hat. Da wir jetzt, wenn während wir das hier aufnehmen, Heft 3208 rauskommt mit 64 Seiten, habe ich mal gerechnet, was würde denn passieren, wenn jemand sich 8 Stunden am Tag hinsetzt und nur liest? Der würde das wahrscheinlich in 428 Tagen schaffen, so von bei 1 anzufangen und jetzt hier bei Heft 3200 zu landen. Und das sind jetzt wirklich nur die Heftromane. Insgesamt ranken sich noch ein paar mehr drum. Also insgesamt sagt man ja, es gibt so 4500 Veröffentlichungen gegenüber diesen 3200. Also das ist jetzt nur mal so in nackten Zahlen. Aber vielleicht kannst du, Robert, für den Leser noch mal darstellen, was Perry Rhodan eigentlich ist. Ohne Zahlen. Also ohne Zahlen kann man sagen, es ist die längste fortlaufende Erzählung seit Erfindung der Schrift. Das ist unser Lieblingswerbespruch eigentlich. Ja, aber stimmt ja, ne? Ja, genau.
Also das ist schon so. Es gibt außer, also Perirodan erstmal vielleicht, um das überhaupt einzuordnen, ist so eine Future History. Also es ist die Geschichte der Menschheit, die zu den Sternen aufbricht und da ihren Platz findet in eben einem Universum voller vielfältigster Lebensformen. Perry Rhodan selbst ist ein Mensch und er kann eben so lange diese Handlung begleiten. Wir sind jetzt 5000 Jahre in der Zukunft, weil er ein technisches Gerät hat, einen sogenannten Zellaktivator, der eben das Altern unterdrückt. Außerdem bewahrt er noch vor Krankheiten und so weiter. Er kann aber nach wie vor verwundet werden oder kann eben durch äußere Einflüsse zu Tode kommen, damit eben die Serie spannend bleibt. So ein Ding hat nicht nur er, das haben noch so ein paar weitere. Und die bilden sozusagen die Kerncrew in dieser Serie, die immer so dabei bleibt. Wenn man das lesen möchte, dann ist das so, dass eben die Serie eingeteilt ist in Zyklen. Das ist so wie bei Fernsehserien die Seasons. Und zwischen den Zyklen gibt es öfter mal so Zeitsprünge, damit man auch so den Ballast an aufgelaufenen Figuren wegbekommt. Wie böse Zungen behaupten. Ja, dann bleiben eben nur noch diese Unsterblichen übrig, über und der Rest, um den trauert man dann halt. Und der letzte Zyklusbeginn war eben jetzt vor Weihnachten der Band 3200, Mission Magellan, und auch davor gab es so einen kleinen Zeitsprung, dass man da noch mal ein bisschen neu ansetzen konnte. Und jede Woche ein neues Heft, ne, am Kiosk. Genau. Das ist die Heftserie. Es gibt das Heft, es gibt gleichzeitig das E-Book und gleichzeitig auch das Hörbuch, übrigens in Köln produziert. Wird euch freuen, ja, bei 1A Medien. Kommt also auch jede Und Woche wer raus. spricht das? Das ist auch ein Team von Sprechern, Okay. die da unterwegs sind. Und die haben auch unter sich schon so eine Aussprachebibel, dass die also die Namen da gleich aussprechen und so solche Sachen Stimmt. machen. Ne? Ist das denn da wie ein Hörspiel oder wirklich nur rein Nee, es abgelesen? ist gelesen. Okay, Nee, gut. es ist, wobei, also das ist nur abgelesen. Es gibt aber Hörspiele bei Perry Rhodan. Es gibt überhaupt nichts, was es nicht gibt bei Perry Rhodan. Perry Rhodan hatte auch eine Spin-off-Serie, so ähnlich wie Buffy und Angel halt, gab es eben zu Perry Rhodan, gab es halt Atlan. Atlan ist so ein beliebter Typ da. Die hat es auf 850 Hefte gebracht, bevor sie eingestellt Okay. wurde. Also das ist nochmal zusätzlich. Und es gibt seit 2011 Perry Rhodan Neo, das ist ein Remake von Perry Rhodan. Erscheint alle 2 Wochen und läuft jetzt zielsicher auf Band Nummer 300 zu inzwischen. Also auch das sind wahnwitzig erfolgreiche Sachen. Und dann gibt es noch Nebenserien und Nachauflagen und alles Mögliche. Also es ist ein sehr, sehr, sehr großer Kosmos, den man da lesen kann. Wenn man jetzt sagt, 3200 Hefte ist mir einfach ein bisschen wenig, da fange ich gar nicht erst an, kann man beruhigt sein. Also da gibt es noch mehr, ja. Aber dann gibt es den großen Master da drüber, der, sag mal, die Zügel so ein bisschen in der Hand hat. Oder ist da jeder, Klar. ich muss ja sagen, du bist nicht der einzige Schreiber, sondern da gibt es ein ganzes Team. Richtig, Ne? ja. Erklär mal so diesen Hintergrund, weil das jede Woche, das wäre ja Wahnsinn. Also das. Also es gibt zwei Exposé-Autoren, die haben auch im Laufe der Zeit immer mal wieder gewechselt, aber aktuell sind es wieder zwei, der Christian Montior und der Wim Wandemann. Die geben sozusagen den roten Faden der Handlung vor. Die schreiben also die Exposés, wobei jetzt die Leute im Publikum, die was davon verstehen, es sind eigentlich keine Exposés, es ist schon sehr viel detaillierter als das. Aber man kann sagen, die Handlungsvorgabe, die wird dann immer verteilt im Team. Wir sind so etwa 10 Leute. Da bekommt man das dann mit etwas Vorlauf und schreibt dann eben einen Roman, der zu dieser Handlungsvorgabe passt. Das heißt, es werden auch immer gleichzeitig mehrere Periodenhefte Klar. geschrieben, sind da so in Arbeit. Das geht dann, wenn das fertig ist, nach Rastatt zum Chefredakteur, der sich das halt anguckt. Der hat die Spezialbegabung, dass er einen Heftroman in 45 Minuten lesen kann. Das ist natürlich super.
Und der würde also nicht so lange brauchen, wie der Gregor ausgerechnet hat, um da jetzt auf Stand zu kommen. Und wenn man ihn dann fragt, was denn so sein Hobby ist, wenn er denn mal nicht am Perioden arbeitet, dann sagt er lesen. Den müssen wir schreiben. Und also der liest die alle. Und danach geht es dann parallel zum eigentlichen Lektor, der eben dann die Textarbeit übernimmt, und zu einem Fact-Checker, der also sehr firm ist in diesem Hintergrund und da dann eben auch nochmal nachschaut, dass man die Reichweite des Transitionstriebwerks also richtig angegeben hat und so etwas, ja, dass das also alles zusammenpasst und konsistent ist. Und du schreibst dann an einer Folge eine Woche oder wie oder was? Genau, Okay, genau. okay. Also die reine Schreibzeit ist für mich eine Woche ungefähr. Und je nachdem, was das jetzt für ein Stoff ist, der da gefordert ist, habe ich dann mehr oder weniger Sachen, die ich vorher nochmal nachgucke, recherchiere, mir überlege. Ich muss ja aus diesem Exposé auch meine Geschichte machen. Also ich muss da ja auch das für mich praktisch übersetzen in eine Handlung, die dramaturgisch passt und alles. Was ich da Aber so besonders finde, das bin ja jetzt wirklich kein Leser, du magst mich jetzt anscheinend nicht. Ne? Ich kann dir nicht so hochhalten, was es jetzt wäre. Aber ich habe mich jetzt informiert und das war für mich immer so ein Grund, Science Fiction so ein bisschen drumherum zu gehen. Weil es war wirklich nur dieses Geballer und Kriege und Fremde sind alles Feinde und ich weiß nicht was. Ne? Also so, das war für mich das Universum, wenn ich das Wort Science Fiction gehört habe. Aber du sagtest ja selber, ne? Es geht um Philosophien, es geht um, ne, wie Menschen oder andere Lebensformen zueinander kommen. Und ich war überrascht, wie viel Pazifismus da so drin steckt. Also, dass da wirklich, ne, oder wenn man es jetzt mal in Star Trek umformuliert, ne, Kirk war der Prügler und, ne, wie Gregor immer sagt, hat die Frauen abgeschleppt. Und ne, Picard war dann schon wieder ein ganz anderer Charakter. Ne, der sagte, wir müssen in Kontakt bleiben und oder drüber reden oder was auch immer. Das, dieses halt Modernere. Und das scheint in diesen Romanen der vordergründige Aspekt zu sein. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Also ich war nur überrascht, wie friedlich das Ganze war und dass man es auch Ja. so machen kann. Ja, es ist halt alle diese langlaufenden Serien, Star Trek hast du angesprochen, da kann man immer die Entstehungszeit sehen. Bei Star Trek ist es zum Beispiel so, dass in der Original Series die Klingonen die Gegenspieler sind der Föderation. Und es ist nicht besonders schwierig, sich zu überlegen, dass da der Kalte Krieg gewesen ist und dass da die bösen Leute aus Sicht der Amerikaner waren halt die Sowjets, ja, und die waren halt praktisch nach den Sowjets waren die modelliert, die Klingonen. Und dann kam Next Generation und da kamen diese fiesen, spitzzahnigen, großohrigen, gierigen Ferengi-Händler. Ja, Und hat er endlich das das Wort. ist natürlich, die EU. Das ist klar. Also aus Sicht der Amerikaner ist das die Europäische Union, die da auf die Weltmärkte drängt und denen alles verdirbt. Daher so. Und bei Perry Roden ist das ganz ähnlich. Also da merkt man eben auch, wessen Zeitkind der jeweilige Heftroman ist, der da kommt. Und es gab so eine grün-pazifistische Welle, eine starke grün-pazifistische Welle. Inzwischen ist es so, dass ich Zuschriften kriege, die mir vorwerfen, ich sei linksgrün versifft. Das kann sein, dass am selben Tag eine kommt, in der drin steht, ich bin ein Ach Neonazi. so. Und das muss man ja erstmal schaffen. Also diesen Spagat, dass man das komplett alles abdeckt, ist ja nicht einfach. Ja? Genau. Ja, also wir haben ein sehr, sehr buntes Autorenteam, wo da viele verschiedene Charaktere unterwegs sind, auch altersstufenmäßig doch recht divers. Und das spiegelt sich in diesen Heftromanen auch wieder. Trotzdem glaube ich, dass du mit der Grundstimmung richtig liegst. Was bei Perry Roden sehr typisch ist, ist, dass zu Beginn des Zyklus ein böser Gegner auftaucht, der nichts anderes im Sinn hat, als die Erde zu vernichten. Das ist so ein bewährter Auftakt. Ja. Ja.
Und wenn man dann 100 Hefte weiterspringt und zum Zyklusende geht, dann verbündet man sich normalerweise mit dem. Und dann war alles irgendwie doch ein Missverständnis und man kommt besser gemeinsam klar. Das ist ein ganz typisches Zyklusfinale für Perioden. Deswegen gibt es bei Perioden zum Beispiel auch die Zeitrechnung, neue galaktische Zeitrechnung. Die ist halt entstanden, als die kosmische Hanse gegründet wurde. Ach. Und das war so ein Völkerzusammenschluss in der Galaxis, wo man eben gesagt hat, wir müssen jetzt hier friedlich Handel treiben und dann bringt uns das allen viel mehr. Und das war dann das Jahr Null, nachdem bei Perioden immer noch gezählt wird jetzt. Und die Handlungsstränge gehen so wirklich so chronologisch? Also jetzt ganz blöd gefragt, kann man immer so einen Faden erkennen? Oder wenn du sagst, ne Ja. Zyklus, wenn du sagst, 2 Jahre im Prinzip, ne, 100 Hefte, und dann Genau. kommt ganz was anderes, weil ein anderer Autor dann vorrangig, nee. Nee, also mit den Autoren hat das Nee. in dem Sinne nicht so viel zu tun. Die sind da konstant. Aber also in aller Regel ist es so, dass ein Heft, das eine höhere Nummer hat, also zum Beispiel 3207, dass das auch chronologisch nach einem Heft spielt, das eine niedrigere Nummer hat, wie 3150 oder sowas. Also das schon. Es gibt vereinzelt mal kleinere Rückgriffe und Rücksprünge und so etwas. Und natürlich, weil es Science Fiction ist, haben wir auch Ach Zeitreisen, ja, so. also das gibt es auch. Aber im Wesentlichen schreitet das alles voran. Wenn ich jetzt hier neu einsteige, also 3000 Hefte, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, Ja. ist man da nicht vollkommen überfordert oder sagt man, okay, was kann ja sagen, komm, ich steige jetzt einfach ein und dann schwimme ich jetzt mit, ne? Und wenn mir das gefällt, dann hole ich noch Würde die ich drei, vier Folgen davor und dann bin ich wieder im Thema oder ist es tatsächlich empfehlen. okay. Also, das ist von der Logik der ganzen Sache her sind diese Doppel-Null-Bände immer der Beginn eines neuen Handlungsabschnitts. Und es gibt die ja als E-Book, das Ach heißt, so, man kann stimmt. den auch gezielt sich holen dann da. Ne? Nur, ich mache mir seit Jahren einen Spaß auf Perioden-Conventions, jeden, den ich da treffe, zu fragen, was denn sein erstes Heft gewesen ist. Und ich habe noch keinen getroffen, der mit einem Doppel-Null-Band eingestiegen wäre. Das passiert nicht. Also ich habe ein paar inzwischen getroffen, die mit Band 1 eingestiegen sind, Okay. also die wirklich ganz am Anfang losgelegt haben. Und ansonsten, bei mir zum Beispiel, war es Nummer 507. Ja, also ne, das ist jetzt einfach so eine krumme Nummer mittendrin. Und das ist auch ähnlich wie bei den Fernsehserien, bevor man jetzt DVD-Boxen hatte oder bevor man gezielt gestreamt hat, da hat man eben irgendwann mal reingeschaltet und mal geguckt, gefällt einem das oder nicht. Und normalerweise ist es halt so, dass man recht wenig versteht, weil einem der Kontext fehlt. Aber man nimmt so diese Stimmung auf und denkt sich, ja, das eigentlich sind das ganz fluffige Typen, die da über die Mattscheibe laufen. Gucke ich doch mal, was die nächste Woche mache. Ne? Und das machst du halt 3, 4 Mal und dann bist du auch im Thema drin. Ne? Dann hast du auch mitbekommen, worum es da geht. Kommt am Anfang, jetzt wo du dauernd hier Fernsehserien sagst, kommt am Anfang, was bisher geschah, was ich ja immer hasse. Es gibt so einen Mini-Vorspann, Okay. den glaube ich alle überblättern. Also das ist auch mehr so ein Okay. Standard-Text, der so ins grobe Zyklenthema einführt. Aber das ist eigentlich genau da. Der Gregor hält uns das in die Kamera. Das ist so eine halbe Seite. Okay. Das sind ein paar Aber Sätze nur. und am Schluss gibt es auch noch so einen Mini-Ausblick. Ja, aber da möchte ich auch an dieser Stelle nochmal öffentlich sagen, dass ich damit nichts zu tun habe. Der wird also nicht von mir geschrieben, ja, und ich bin dafür nicht Kriegst auch kein verantwortlich zu Geld für, machen. ne? Für die Zeit. Nein, und ich bin dafür insbesondere auch nicht zur Verantwortung zu ziehen, was da drin steht. Das ist ja, dann ist das dann praktisch wie Roman zu Klappentext? Ist dann praktisch Ja. Perioden-Roman zu Ausblick sozusagen? Ja, also Irgendwelche auf Leute jeden im Fall mache ich Verlag? es nicht. Das ist der wichtige Punkt. Ich weiß nicht, ob ich Okay. das schon erwähnt habe. Wir können das ja vielleicht im Blog nochmal in Fettschrift erwähnen. Ja, das wäre mir sehr recht, so als Disclaimer. Was statt, pass auf. Aber ich finde es halt trotzdem faszinierend. Ich habe irgendwann in einem deiner Interviews oder Twitch-Auftritte halt mal gelernt,
dass du halt auch nicht alles gelesen hast und du hast dann mehrfach schon berichtet, dass du im Kreise der sogenannten Altleser, können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, was das heißt, als jemand giltst, der, Gänsefüßchen, Zitat Anfang, jemand, der die Serie in Teilen kennt, Gänsefüßchen Genau, wieder zu. genau. Ja, das hängt mir noch nach, von meinem ersten Besuch hier beim Kölner Periodenstammtisch. Und da habe ich also offenbart, dass ich 400 Hefte gelesen hätte. Und seitdem bin ich also unter den Leuten tatsächlich derjenige, der die Reihe halt in Auszügen kennt. Ne? Ja, aber dafür ist es doch eigentlich, ist es sowieso eine Ehre, im Autorenteam zu sein, aber das ist ja noch mehr Ehre eigentlich, wenn man die Serie nur in Teilen kennt. Ja, das meine ich doch auch. Ja, faszinierend. Also dann hätte ich mit meinen 200 Heften ja auch noch eine Chance, theoretisch. Also ich habe nämlich in jungen Wir wollen mal Jahren. nicht übertreiben, also. Ja, das ist Nein, aber richtig. natürlich ist es so, ich kenne mich halt recht gut aus. Inzwischen habe ich auch etwas mehr noch gelesen, so ist es ja nicht. Aber ich kenne mich halt recht gut aus in dem Kontext, in dem ich schreibe. Ne? Also die Romane, die wirklich einen Bezug haben zu dem, was ich jetzt schreibe, die kenne ich auch. Was ich halt nicht kenne, ist, was vor 1000 Heften passiert ist. Aber das ist eben auch, wenn da eben Alaska Sadelare zu Guki gesagt hat, deine Möhre ist ja grün, dann erinnert sich Guki da im Zweifel auch nicht mehr dran. Ne? Das Warst du schon immer in diesem Bereich tätig? Du hast ja gesagt, du hast ja vorher noch einen anderen Beruf gehabt und dann bist du so langsam da reingedriftet. Erklär mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Es ist ja nicht so, dass da eine Stellenausschreibung gab, Science-Fiction-Autor gesucht oder irgend sowas. Oder wie war das bei dir damals? Nö, also das ist, ich habe als Teenager habe ich tatsächlich Perry Rhodan gelesen und habe damals auch den Klaus Frick kennengelernt, der nämlich die Clubnachrichten betreut hatte. Und der ist dann über die Jahre zum Chefredakteur geworden bei Perry Rhodan und ich bin über die Jahre halt Autor geworden und habe dann Fantasy und Science Fiction veröffentlicht. Und das haben wir voneinander natürlich gewusst und wir haben uns da so, also waren jetzt nicht ständig im Kontakt, aber man kriegt das ja schon irgendwie mit und man läuft ja immer mal wieder über den Weg und so. Und dann haben wir den Zeitpunkt verpasst, an dem ich hätte fragen können, ob ich nicht für Perioda mal was schreiben könnte. So wie wenn man auf einer Party irgendwie wen wieder trifft und man kennt den eigentlich, aber in einem fällt der Name nicht mehr ein. Und dann ist es allen zu peinlich zu fragen, wie er denn nochmal heißt. Also ganz vergleichbare Situation. Und das haben wir ganz elegant gelöst, dadurch, dass ich meinem Literaturagenten gesagt habe, er muss mal zu dem Klaus gehen, den ich zu dem Zeitpunkt schon seit 25 Jahren, glaube ich, kannte. Ja? Und müsste ihm mal vorschlagen, dass ich für Perry Rhodan schreibe. Und so ist es dann da auch passiert. Und das war dann aber auch eine Sache von einer Minute Also. oder was, dass er dann gesagt hat, ja, da müssen wir mal was machen. Ich weiß ja und ich habe mir das ja auch schon lange überlegt. Und so kam dann meine erste Tätigkeit für Perry Rhodan. Okay. Was mir noch auffällt in den Heften oder in den Auftritten, die es da so gibt, dieses Artwork, das finde ich wirklich faszinierend, weil da dieses, man kann ja vieles beschreiben, ne? Und das wird ja alles beschrieben, wie eine Maschine funktioniert, ein Raumschiff oder wie überhaupt oder wie die Lebensform da ist oder was auch immer. Wie funktioniert das, diese Bebilderung oder das Artwork der Hefte? Also da gibt es verschiedene Aspekte. Das augenfälligste ist natürlich das Titelbild. Beim Titelbild haben wir die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, eine kleine Beschreibung abzugeben, was wir uns vorstellen, was auf dem Titelbild sein könnte. Und das wird dann, also die Titelbilder werden normalerweise in Viererblöcken vergeben. Das heißt, ein Künstler malt immer vier Titelbilder und kriegt dann dementsprechend vier Beschreibungen. Und wenn wir viel Glück haben, sehen wir auch noch einen Entwurf von dem Okay. Titelbild, ja, und können dann noch mal panisch aufschreien.
Meistens aber nicht. Also meistens läuft das dann da in der Redaktion in Rastatt dann durch und so entsteht dann dieses Titelbild. Das wird dort also abgenommen. Die meisten Künstler zeichnen inzwischen direkt am Computer, außer Alfred Gelsner. Der macht tatsächlich noch mit Öl Okay. und da gibt es also noch echte Originale. Zum Beispiel das, was der Gregor vorhin in die Kamera gehalten hat. Das ist ein Bild von dem Gelsner gewesen. Das ist das Augenfälligste. Dann gibt es bei uns, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die selbst schreiben und uns hier zuhören, eine Möglichkeit als Fan sich einzubringen in das Periodenuniversum, indem man eine Kurzgeschichte verfasst. Die spielt dann auf dem Raumschiff Stellaris. Das wird also, ich glaube, alle 8 Wochen wird das eingeheftet und wird zusammen mit der Hauptserie verkauft. Das heißt, man hat mit seiner Kurzgeschichte auch eine Riesenauflage direkt. Und die wird auch, weil wir jetzt ja über Illustrationen sprechen, die wird auch illustriert. Und da gibt es also so eine Clique aus so einigen im Wesentlichen Comiczeichnern, die so zusammenhängen wie Pech und Schwefel sozusagen. Und die kriegen das Manuskript zu dieser Stellaris-Kurzgeschichte und dann wird das einem von denen zugeschanzt und der liest das und macht darauf basierend dann eben eine ganzseitige Schwarz-Weiß-Illustration, die das Titelbild dann wird für diese Kurzgeschichte. Dann gibt es noch immer eine Innenillustration bei jedem Heft, da weiß ich allerdings gar nicht, wie die zustande kommt. Und was sowas typisch Deutsches ist, da lachen die internationalen Fans immer so ein bisschen, wenn ich das vorstelle auf so Science-Fiction-World-Conventions oder irgendwie was, Risszeichnungen. Das sind so technische Zeichnungen, da macht man dann so einen Aufriss von irgendeinem Aggregat oder einem Roboter oder einem Raumschiff. Und da müssen natürlich Zahlen rein, weil es dann noch eine Legende dazu gibt. Also dann kann man umblättern und dann wird also nochmal erklärt, wo genau jetzt das Triebwerk sitzt und was da jetzt, wo der Konverter ist und bla bla bla. Das wird dann nochmal genau aufgeschlüsselt. Das gibt es auch noch. Das ist auch alle paar Wochen mal Ist ja der Wahnsinn, als ne? ein Heft Was die sich da für Mühe geben, ne? unter. Also ich meine, auch Ja, das ist ja, wahrscheinlich ja. Ist aber so gut. ein deutsches männliches Phänomen, wenn du das sagst, ne? Das so ein, wie heißt das? Explosionszeichnung heißt das ja im Prinzip, ne? Also die, Ja, das ist fast. Also es heißt tatsächlich Okay. Risszeichnung, weil es wie ein Aufriss ist. Eine Explosionszeichnung zieht ja diese Teile Das ist auseinander, es dass man nicht. jedes Teil Okay. einzeln sehen kann. Das ist es nicht. Es gibt auch, habe ich inzwischen gelernt, den englischen Begriff Rip-Open-Drawing. Ja, also wurde mir auch schon zugespielt, dass ich das in meinen Vorträgen, wenn ich auf Englisch einen Vortrag mache, dass ich das immer sagen soll. Ein Spezialbegriff. Und was du gerade meintest mit typisch Deutsch, ist es bestimmt, also es ist so eine Ingenieursfaszination. Typisch männlich, glaube ich noch nicht mal. Okay. Unsere Technikexpertin ist eine Frau, ja, ist eine Physikerin, Verena Themsen. Die hat mit mir gemeinsam jetzt kürzlich einen Heftroman geschrieben und da haben wir darüber gesprochen, wie denn die Sonne am Himmel zu sehen ist bei einem Planeten mit 60% Achsenneigung, wenn der Standort auf 45 Grad südlicher Breite ist und gerade Mitternachtssonne ist. Und da haben wir uns ausgetauscht über so ein Tool namens Slack und da meinte sie, das ist doch ganz einfach, du musst dir doch nur vorstellen, wie die Achsenprojektion auf der Ekliptikebene, die Flächenprojektion der Achse auf der Ekliptik aussehen würde und dann weißt du doch, dass dieser Planet nicht allzu exzentrisch um diesen Stern kreisen kann. Und da meinte ich dann, Verena, Stimmt. genau so ist es, genau so ist es. Und wir wissen jetzt also, wie man also diese Sonne am Himmel da sieht. Genau. Hätte ich auch selber drauf kommen können, so, ne? Ja, ich wollte es eigentlich auch nicht sagen, aber jetzt, wo du es ausgesprochen hast. Aber ich denke schon, in den 60ern, da waren wir ja noch die Ingenieurnation. Ich Ja, denke schon, dass da ja. vielleicht ein Zusammenhang besteht. Du sprachst gerade die Fans an. Das ist ja wirklich auch ein Phänomen, ne? Dass da, was da alles so zusammenkommt. Ne? Da gibt es, wie sagst du, Fan-Edition, Peripedia gibt es, die Weltcons, ich weiß nicht was, noch ein eigenes Magazin, Sol oder wie das heißt. Genau, viermal im Jahr, genau. Erklär mal dieses Wahnsinns drumherum, das. Also
Die allermeisten Fans lernen wir nie kennen, weil die einfach ihr Heft lesen und damit zufrieden sind. Das ist die ganz, ganz große Mehrheit. Aber weil das Phänomen so groß ist, ist eben auch dieser relativ kleine Prozentsatz, der sich so im aktiven Fanbereich tummelt, gut wahrnehmbar. Es gibt die Periodenfanzentrale. Also in meiner Jugend gab es eigentlich in jeder Stadt einen Periodenclub, kann man sagen. Das ist nicht mehr so. Dieses Vereinsphänomen gibt es halt nicht mehr so unbedingt. Aber es gibt immer noch die Periodenfanzentrale. Da haben die sich im Grunde jetzt alle versammelt. Die hat etwas über 1000 Mitglieder und gibt eben viermal im Jahr so ein Magazin raus und macht auch viele andere Aktivitäten. Eine Untergruppe da drin sind die Leute, die sich um alle Online-Sachen kümmern. Da gibt es zum Beispiel so Zoom-Meetings, wo man dann teilnehmen kann und wo diese besagten Exposé-Autoren nichts erzählen, aber so tun als ob. Und da kommen da also viele hin und horchen sich das dann da an, ne? Das ist also, gibt es also inzwischen. Es gibt Perioden-Podcasts, mehrere, ja, wo man da also dann auch die Hefte bespricht und auch nicht unbedingt immer positiv. Also da zittert man als Autor immer, wenn da die neue Folge dann da rauskommt. Es gibt die von dir erwähnte Peripedia, also so ein Wikipedia-Klon für Perioden, sehr, sehr umfangreich. Es gibt ein sehr reges Perioden-Forum, das von den Fans betrieben wird, wo auch jeder Roman besprochen wird, wo aber auch rundherum einige Sachen diskutiert werden. Es gibt Conventions hier in Köln, zum Beispiel den Colonia-Con alle 2 Jahre. Da kommen bei uns in Köln jetzt meistens 200 Leute. Es gibt aber auch größere und es gibt auch kleinere. Ne? Also es gibt so verschiedene Veranstaltungen, wo man sich auch mal persönlich trifft. Es gibt die Perioden-Webseite selbst, also vom Verlag aus, die wahrscheinlich im deutschen Literaturbetrieb die Seite mit den meisten Aufrufen, das könnt ihr mir vorstellen. Da gibt es eben auch nicht nur Perioden, sondern es gibt jeden Tag Newsmeldungen und die sich oft um die Serie drehen, aber oft auch, weil ja das Hobby von Klaus Frick Lesen ist, Besprechungen zu Science-Fiction-Büchern, die er gerade gelesen hatte. Also da findet man noch viel Aktuelles aus dem sonstigen Bereich der Science Fiction. Ja, also es gibt eigentlich kaum etwas, was es jetzt nicht gibt. Es gibt seit Neuestem gibt es auch wieder viel Merchandise, ne? Also T-Shirts, Tassen und so einen ganzen Kram. Ne? Also das kann man auch alles bekommen. Man kann sich da also als Periodenfan kenntlich machen, wenn man da der Welt kundtun möchte, dass man also einen galaktischen Verstand hat und eine kosmische Gesinnung, dann hat man kein Problem, sich das als T-Shirt also zuzulegen. Ne? Mir wurde neulich sogar ein Autoaufkleber überreicht. Ja. Also Also gibt's alles. es gibt auch Autokennzeichenhalter mit Perioden. Oh, das hatte ich noch nicht gesehen. Ist der Ja. Anteil, wo du sagtest, auch als E-Book oder E-Book war das, ne? Dieses downloadfähige, ist das wesentlich mehr E-Book geworden? und Audiobuch. Oder ist immer noch das klassische gedruckte Heft? Wir kommen ja ein bisschen aus der Fotografie, ne? Da war ja auch dieser Ja. Umschwung vom Analogen zum Digitalen und das Analoge Nee, ist jetzt also noch so ein das. Fan-Ding. Also Perioden hat sehr früh auf das E-Book gesetzt. Es gibt inzwischen die komplette Hauptserie und den Großteil der sonstigen Publikationen im E-Book-Format. Und du kannst sogar, wenn du sagst, ich habe da jetzt richtig Geschmack dran gefunden und möchte die klassischen Sachen gerne nachlesen, dann kannst du das auch als E-Book-Paket mit 50 Heftromanen in einem so ein Päckchen kriegen. Dann ist das nochmal billiger. Im Grunde ist es so, dass der aktuelle Perioden-Heftroman am Donnerstag oder Freitag, also wenn der gerade frisch ist, dann ist der normalerweise auf Platz 1 der Amazon-Charts für Science Fiction. Okay. Meistens. Also es sei denn, es gibt so ein Sonderphänomen, wie das Indivier jetzt hier den Marsianer rausgehauen hat oder so. Das ist ne, dann nicht, aber normalerweise sind wir eigentlich immer so zum Start des neuen Heftromans sind wir immer auf Platz 1 eigentlich. Es ist ja auch gut so und kann auch gerne so bleiben. Und was so den Anteil von E-Books generell am Buchmarkt angeht, dann muss man sagen, dass der eben stagniert. Also Okay. es ist halt
nicht mehr so fashionable, ne? Also es ist nicht mehr, ist nichts Cooles mehr dran, ein E-Book zu lesen. Ja, da kann man eben keine Mädels mehr mit beeindrucken, dass man so einen E-Book-Reader zückt. Ja. Das ist jetzt normal geworden. Es ist durchaus ein signifikanter Anteil, aber das gedruckte Heft ist mit Sicherheit das Brot- und Buttergeschäft nach wie vor. Und da kommt jeden, was sagst du, Donnerstag, Freitag für 2 € irgendwas oder was kostet das? 2,50. Okay. Ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Also 2,50. Und das ist so, dass das am Freitag immer im Zeitschriftenhandel liegt. Sehr gut. Und dann wird eben donnerstags abends werden eben die Titelbilder abgerissen und zurückgeschickt. Der Rest kommt halt im Papiermüll und dann kommen eben die neuen dann Ach in die so, Regale. stimmt. Das ist halt Zeitschriftenmarkt, Ja. so läuft das da. Ne? Und die E-Books, die kommen normalerweise schon am Donnerstag, also sogar Mitternacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ein besonders begehrter kommt, dann ist eben am Donnerstag um 9 Uhr morgens auch die Zusammenfassung selbstverständlich schon im Periodenforum von den Fans erstellt worden. Das ist klar. Aber Also. man muss nicht unbedingt, man kann es auch abonnieren und dann nach Hause schicken lassen oder Das ist auch ein ganz erheblicher Anteil, okay. ja. Genau, Weil ich muss genau. mich jetzt daran erinnern, dass ich letztes Mal im Zeitschriftenladen war. Also ich spiele kein Lotto oder sowas, ne, wo dann Leute Ja, dann da klar. sind. Ne? Also das ist auch tatsächlich eigentlich die Hauptbedrohung für Perigoden. Ist gar nicht, dass die Leute auf die Serie keine Lust mehr hätten oder so, sondern dass die Zeitungen wegsterben. Und wenn es weniger Zeitungen gibt, gibt es weniger Kioske. Und wenn es Genau. weniger Kioske gibt, gibt es weniger Stellen, wo Perigoden Ja. verkauft wird. Also Also ich wo ich generell ein guter Tipp ist immer der Bahnhof, also der Bahnhofsbuchhandel hat die meistens. Und ansonsten gibt es eine Webseite mykiosk.com und da kann man seine Postleitzahl angeben und egal welche Zeitschrift man sucht, unter anderem Perioden kann man da eingeben oder was auch immer und bekommt dann so eine Karte angezeigt, wo dann in der Nähe die vertrieben werden. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe das gemacht. Also ich bin ja jetzt quasi wieder Einsteiger. Ja. Also ich möchte auch gar kein E-Book, ehrlich gesagt. Ich finde das halt cool, in den Laden zu gehen und so ein Heft zu kaufen, weil das ist für mich dann auch als irgendwann in den 80ern wieder ausgestiegener Mensch auch so eine Art Revival, ne? Da Klar, einfach in so auf einem jeden Fall. Laden aufzuprallen, ne? Jetzt auch den Kontakt mit dem Ladenbesitzer zu suchen und zu sagen, kannst du mir da zurücklegen? Ich habe nächste Woche Ja, keine Zeit ja. und so, ne? Genau. Trotzdem sieht man dann in MyKiosk natürlich auch, das ist schon zurückgegangen. Also ich denke mal, in den Absolut. 80ern hast du das in jedem Ja. Zeitschriftenladen bekommen. So, ne? Und es gab auch einfach mehr Zeitschriftenläden. Das kommt noch dazu. Aber wo du das ansprichst mit die Heftromane sind so eine schöne Sache. Also was ich eine sehr coole Geschichte finde, wir haben bei uns am Stammtisch eine Dame, die auch jetzt neu ist bei Perioden und sie ist speziell Fan einer ganz speziellen Figur. Anzu Gutian, das ist so eine Mittelnebenfigur, die taucht schon öfter mal auf, aber die treibt jetzt auch nicht die Handlung so. Ne? Aber sie ist halt Fan von Anzu Gutian. Und ihr Mann liest schon länger Perioden und muss hier jetzt immer jeden Roman rauslegen, wo die also vorkommt. Und sie liest jetzt nur die Anzu Gutian-Romane und bindet die sich. Also geht damit zum Buchbinder und immer wenn so ein paar zusammen sind, dann kommt da eine gebundene, also sie hat sozusagen die Anzu Gutian-Spezialausgabe gebunden zu Hause. Ja? Okay. Und das geht natürlich mit E-Books auch schlecht, ist klar. Also deswegen, das muss Aber man das alles würdest mit du, bedenken. ja. Aber das kriegst du in der Peripedia wahrscheinlich raus, ne? In welchem Ja. Roman welche Figur auftaucht, ne? Ja. Also klar, es ist natürlich ein Fanprojekt. Das heißt, es kann sein, dass es da mal Lücken gibt, weil die Leute das ja alle so in ihrer Freizeit machen. Aber es ist eine sehr, sehr gute Quelle auf jeden Fall. Wie kann denn eigentlich das so lange überleben? Ich habe früher gedacht, Lindenstraße wäre Ja, das Ding, das was ist irgendwie halt. Nee, das liegt unendlich halt läuft. daran, dass wir einfach saugut sind. Ja, Weißt du, da klar. musst du aber Ja, grundsätzlich können wir was schon abbrechen, verstehen. logisch. Im Grunde. Nee, aber es ist tatsächlich ganz erstaunlich. Es wird auch sehr unterschätzt. Ich habe mal, da habe ich ein kleines YouTube-Video zu gemacht. Ich habe mal bei Google Search oder wie das da heißt, also die Ach so. Statistikfunktion von Google. Da kann man sich in relativen Angaben anschauen, wie oft irgendwas gesucht wird, irgendwelche Suchbegriffe. Also du kriegst nicht die absolute Anzahl, aber relativ. Okay. Und
Die Wortkombination Perirodan im Vergleich zur Wortkombination Science Fiction, wenn man auf Literatur filtert, also die Filme alle rauszieht, ne? Also nur Literatur, wird Perirodan dreimal so häufig gesucht wie Science Fiction. Obwohl alle Leute, die Perirodan lesen, ja wissen, wo sie hin müssen. Sie müssen ja nur zu perirodan.net oder, ne? Also es gibt ja so ein paar Seiten, die da relevant sind. Trotzdem, und das spiegelt wahrscheinlich auch so ein bisschen den Marktanteil in Deutschland wider. Also die Mehrzahl dessen, was an Science Fiction konsumiert wird in Deutschland, ist einfach Perirodan. Gibt es denn da, du sagtest ja, es gibt da diese Zyklen, es gibt Autoren. Kann man als Leser, wenn man da, sagen wir, den Namen abdeckt, erkennen, wer da jetzt verantwortlich ist für das Heft oder für diese Das, Reihe? Kann man das erkennen? Oder so ein echter also Fan? die Autoreneitelkeit sagt natürlich immer, ja, natürlich, sofort. Aber Fakt ist, man kann es so deutlich, glaube ich, nicht. Das hat man auch mal ausprobiert. Man hat eine Kurzgeschichte, also Kurzgeschichten schreiben lassen von 10 Rodan-Autoren. Und ich glaube, es waren 10. Und dann hat man aber nicht aufgedeckt, welche von wem ist. Und es war ein Preisausschreiben, das man also Coole erraten Sache. sollte. Und das ist also schon länger her. Und es hatten aber, glaube ich, nur 3 oder 4 Leute Oh, richtig. das war Also, Zufall, ne? alle 10 richtig, ne? Und es gibt, glaube ich, so ein paar Autoren, die würde ich überall rausschmecken. Also so ein Leo Lukas zum Beispiel, den würde ich, der ist halt Kabarettist im Hauptberuf und das merkt man auch an seinen Heftromanen. Und außerdem noch Österreicher, das kommt noch erschwerend hinzu. Also dem würde ich, glaube ich, überall, würde ich jetzt vermuten, dem würde ich überall rauslesen. Bei anderen ist das vielleicht nicht so offensichtlich. Trotzdem, wenn 2 Leute von uns dasselbe Exposé bekämen, kämen unterschiedliche Romane raus. Ist Also da klar. bin ich mir ganz sicher. Ich habe noch eine Anschlussfrage dazu. Ich hatte mal einen Bekannten, der ist jetzt leider tot, der war Kartograf. Also der hat Landkarten gemacht und der hatte immer so den Spleen, entweder ein kleines Hündchen irgendwo reinzunehmen oder einen Ort, den es gar nicht gibt. Einfach so, also so ein Tick, ne? Also so ganz klitzeklein, das hat niemand so richtig gemerkt. Nur er hat mir gesagt, guck mal hier, der Ort hier, der heißt doch Nowhere. Oder was weiß ich, ne? Oder hat sein kleines Hündchen da reingemacht. Gibt es auch solche klitzekleinen Dinger, die ihr da so reinschmuggelt, so als Signatur, wie bei Graffiti oder sowas? Also das ist so ein bisschen auch so ein Wettkampfspiel mit dem Chefredakteur, realweltliche Bezüge da durchzuschmuggeln, die er halt nicht erkennt. Ja? Und ein weiteres Format, das wir noch nicht angesprochen haben, sind die Miniserien. Das sind immer 12 Hefte, die erzählen eine abgeschlossene Geschichte vor dem Hintergrund des Perigoden-Universums. Und als die erste davon kam, Perigoden Stardust, da waren involviert der Autor Roman Schleifer aus Wien und ich. Und wir sind beide Fans von Metallica. Und Roman Schleifer hat angefangen, die Raumschiffflotte eines bestimmten Sternenbereichs nach Metallica-Alben zu benennen. Ne? Es gab dann da die And Justice for All und so. Ja? Und das hat mir gleich gut gefallen und das habe ich dann fortgesetzt. Und unser Chefredakteur hört aber Punk und kein Metal und der kannte diese Alben alle nicht. Also das ist tatsächlich durchgegangen. Ja? Also die heißen jetzt tatsächlich alle nach Metallica-Alben, diese Raumschiffe dort. Oh, super Idee, ne? Also finde ich Ja, ja. ja, ich meine, es geht ja nicht Ich würde um natürlich Wettkampf. auch gerne mal auf der Master of Puppets fliegen, das ist klar. Also. Was auch eine sehr schöne Geschichte war, dieses Spiel gibt es offenbar schon sehr lange, schon deutlich vor meiner Zeit. Und es gab auch einen Autor, der jetzt halt nicht mehr dabei ist, weil er leider verstorben ist. Und der hat sich den Spaß gemacht und hat gesagt, in so einer beiläufigen Schilderung, da ist eben so ein Raumfahrer und der Satz war dann irgendwie so, wie bei Raumfahrern üblich, hatte er eben diverse erotische Spielzeuge zur Dekoration seiner Kabine verwendet. Ja?
hat sich dann die Hände gerieben und dachte, ja, da geht jetzt der Klaus da durch die Decke in Rastatt, schlägt das fertige Heft auf und das steht da noch drin. Da meinte der Chefredakteur, ja, was weiß ich denn, was so ein Raumfahrer im 4. Jahrtausend da zur Kabinendekoration üblicherweise verwendet. Der Wahnsinn. Nee, finde ich echt gut. Ich sagte gerade, weil das so lange läuft, wird das dann immer komplexer oder wie baut sich das dann auf? Ist das, ne, Gregor hat die Frage aufgeschrieben, ist das dann überhaupt noch beherrschbar, wenn das so ich mutmaßlich so komplex ist, wie ich mir das jetzt Doch, vorstelle? also nee, das ist die Vorstellung ist ja auch absolut korrekt und das ist auch der natürliche Effekt. Dadurch, dass eben immer mehr geschrieben wird, gibt es immer mehr Festlegungen. Alleine schon, weil immer mal wieder ein neuer Planet dazu kommt, ein neues Raumschiff, eine neue Figur, neue Technik, neue Spezies, alles Mögliche. Ja. Also der natürliche Effekt ist, dass es immer komplexer wird. Jetzt gibt es harmlose Komplexität. Das wäre zum Beispiel dieser neue Planet. Der stört nicht, ja, weil wenn man den nicht aktiv nochmal ansteuert, dann kreist er da freundlich seine Bahn um das schwere Feld der Milchstraße und das war's. Das ist dann also egal. Und es gibt eben etwas ungünstigere Komplexität, wenn eine neue Technologie reinkommt, die man halt die einen dann irgendwie stört, weil sie dramaturgisch ungünstig ist oder so. Ja. Zum Beispiel hatte man nachher dann die Triebwerke so entwickelt, dass man von einem Ende der Milchstraße zum anderen in, ich glaube, einen halben Tag fliegen konnte oder irgendwie was. Ja. Und das war einfach doof, weil das einfach dazu geführt hat, dass dieser Eindruck der Größe verloren gegangen ist, den aber so eine Serie auch braucht. Und da musste man dann zur bisher radikalsten Maßnahme in der Seriengeschichte greifen und hat die sogenannte Hyperimpedanzerhöhung eingeführt. Das heißt, die Hyperimpedanz ist so der Widerstand, den der Hyperraum einem fliegenden Raumschiff entgegensetzt. Also für die Rodenleser unter unserem Publikum, ich habe das jetzt bewusst vereinfacht dargestellt, ja, also einfach so. Keine Aber Achtung. jetzt in Nicht, diesem dass es nachher Aspekt konnte man Leserbriefe einfach gibt, ne? in diesem unter inter Also jetzt hier für die Zwecke unserer Diskussion kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt Schiffe auf dem Meer hättest, dann hätte auf einmal das Wasser mehr Widerstand, als es vorher hatte. Also eine Naturkonstante ist gekippt und hat sich geändert. Und das ist inzwischen unsere Lieblingsausrede, warum eben viele Sachen, die früher gingen, jetzt nicht mehr gehen. Ja, und dadurch kann man es ein bisschen spannender oder größer oder wie auch immer schildern. Ansonsten beliebt, um die Komplexität runterzufahren, sind eben Zeitsprünge zwischen diesen Zyklen. Wenn man dann eben sagt, so jetzt ist 500 Jahre rum, dann kann man ja auch sagen, alles, was ihr gelernt habt über die politische Struktur der Liga Freier Galaktiker, das könnt ihr jetzt mal vergessen. Inzwischen gibt es das dritte Galaktikum und das funktioniert nach anderen Regeln. Ne? Und Klar. wir können jetzt andere Geschichten darum erzählen. Ne? Und das sind so die Faktoren oder die Stellschrauben, mit denen man dann die Komplexität runterdreht. Oder natürlich, wie in jeder Serie, mal einen gesunden Thermostrahlerschuss abgeben und dann hat man auch mal eine Figur weniger, die einen nerven könnte. Das macht man eben auch manchmal, um eben dieses Personal nicht komplett unübersichtlich wuchern zu lassen. So. Wo du gerade den gesunden Thermostrahler da erwähnst, der George R. R. Martin, von dem ich kaum was gelesen habe, der war ja in Teilen seines Fandoms dafür kritisiert worden, dass er ständig seine Darsteller killt. Jetzt bin ich noch nicht lange genug wieder dabei bei Perlrodern. Wie verhält sich das denn da? Also jetzt mal die Zellaktivatorträger, also die Hauptfiguren mal außen vor. Macht man das oft so, Leute umbringen? Also macht das Spaß oder macht man das nicht so gerne? Kriegt man da böse Leserbriefe? Also ich denke jetzt gerade wieder an die Kölner Fandame, die du geschildert hast. Also wenn ihr jetzt den umbringt, dann ist die wahrscheinlich stinkig, ne? Ja, und
Also das muss man sehr abstufen, aber das ist, glaube ich, in so ein allgemein literarisches Phänomen. Es gibt eben Figuren, zu denen die Leserschaft eine Beziehung aufbaut, und die sind ganz anders zu sehen als 2 Milliarden Tote, wenn mal so ein Planet gesprengt wird. Das wird einem mal locker verziehen, ja. Das macht nichts. Aber jetzt zum Beispiel aktuell Reginald Bull, das ist eine Figur, die du auch kennen wirst, weil die ja sehr lange in der Serie schon ist, seit Band 1. Also, und der ist jetzt auf eine große Reise gegangen, ne? Und das wird schon mit gemischten Gefühlen gesehen in der Fanbase. Das ist schon richtig. Nur, auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man sowas nie macht, dann wird die Serie ja auch vorhersehbar und dann ist die Spannung halt weg. Wenn man von vornherein weiß, keinem unserer Lieblinge kann etwas Böses geschehen, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Aber Stimmt. es gibt auch so eine, ich weiß nicht, ob du da schon wieder dabei warst, es gab so dieses legendäre Heft Der Ilt muss sterben, das ist jetzt 2 Jahre alt, glaube ich. Und da wurde auf äußerst fadenscheinige Weise Gucci angeblich umgebracht. Ja? Ja, das geht Und wahrscheinlich gar nicht für da manche. hast du also 65-jährige Männer weinend an der Schulter hängen gehabt, ich sage dir. Ja, kann ich. Also nachvollziehen kann ich es nicht, aber ich glaube dir das sofort. Also Gucci ist zum Beispiel eine Figur, womit ich jetzt gar nichts anfangen kann, aber ich weiß, dass es halt Leute gibt, Ja, die das anders sehen. aber das Interessante ist ja auch, ich bin mir sicher, wenn wir vor einem Jahr gefragt hätten, jeder von euch darf sich 3 Leute wünschen, die wir nicht antasten, ne? Dann wäre wahrscheinlich Reginald Bull nicht dabei gewesen. In dem Moment, wo er jetzt weg ist, ja, da gibt es ein Wolfsgeheul in den Foren. Das ist unglaublich, ne? Also die Figur, die es vorher tatsächlich gerissen hat, war Ronald Tekena. Und Ronald Tekena war so der große Smiler, und der hatte auch seine hohe Zeit in der Phase der Serie, wo es viel um Agenteneinsätze und sowas alles ging. Und eigentlich hat nach dem kein Hahn mehr gekräht, bis er dann draufgegangen ist. Und dann war es aber natürlich der Königsmord schlechthin, ne? Und du glaubst gar nicht, was für abgedrehte Theorien man lesen kann dazu, dass Ronald Tekena die Figur war, die die Serie gestützt hat und die gesamte Statik der Figurenkonstellation nun also gefährdet ist, weil diese Figur also weg ist, ja, und natürlich nicht zu ersetzen. Ja gut, das ist eigentlich Lobbyismus, ne? Ja, Genau genommen. da müssen wir uns auch gegen verwehren. Also. Vor allem, was die Sache ja noch verschärft, ist es auch noch unbezahlter Lobbyismus. Ja klar, natürlich, das ist so eine Art, ja, halt Hobby, ne? Aber also, ich kann das gut nachvollziehen. Also Gegenbeispiel ist für mich Star Trek, ne? Also so ein Captain Kirk da, das war völlig Ja. egal, an welcher Klippe der gehangen hat. Das war halt stinklangweilig, ne? Weil du wusstest genau, Ja. gegen Ende der Sendung sitzt er wieder grinsend da auf seinem Stühlchen, ne? Genau, das ist ganz meine Meinung. Also ich bin schon der Meinung, Abenteuer sind halt gefährlich, ja, und das ist aber nur so, wenn diese Gefahr auch mal zum Zuge kommt. Aber jetzt bezüglich meines Rückstaus, den ich hier habe, den habe ich jetzt komischerweise nicht nur bei Büchern, sondern neuerdings auch bei Heften. Hast du eigentlich mal einen guten Tipp, wie man mit so einem SUB, also mit so einem Stapel ungelesener Bücher, richtig umgeht? Ja, man muss da einfach seine innere Einstellung zu ändern und sagen, ich habe keinen SUB, ich habe hier eine Bibliothek. Ist gut. Das ist total gut. Und Regale habe ich jetzt auch nicht mehr genug, aber da habe ich auch schon meine Einstellung gefunden, nämlich wenn ich die einfach übereinander staple und nicht umschmeiße, ne, dann habe ich ja eine viel höhere Packungsdichte, als wenn da sowas wie Regale noch dazwischen Ja, liegen. gerissen. Ich habe übrigens, auch da gibt es alles mögliche. Ich habe einen Fan getroffen, der ist enttäuscht von Perry Rhodan, weil seine Leidenschaft ist tatsächlich das Sammeln von Heftromanen.
Und er macht es aber so, er schießt sich dann auf irgendeine Serie ein, dann sammelt er die und wenn er die komplett hat, dann verkauft er die komplett auf eBay. Ja, also er will die einfach nur sammeln. Und es ist natürlich enttäuschend, dass Perioden immer noch läuft. Ach Das so. heißt, er kriegt die halt nicht komplett, ja, weil die kommen ja jede Woche neu. Ja. Aber da konnte ich ihm aktuell dann auch nicht helfen. Also. Also ich habe aber jetzt neulich jemand gesehen, Namen wird nicht genannt, da konnte man das in der Kamera sehen und dann fragte jemand, was ist denn das da, was sind denn da diese Bücher, die da nicht auf dem Rücken liegen, sondern so halb auf dem Gesicht, ne? War auf der einen Seite der Kamera. Auf der anderen Seite der Kamera sah es so ein bisschen ordentlicher aus. Ne? Und er hatte wirklich die Bücher einfach, wie heißt das Gegenteil von Rücken, was gegenüber vom Rücken ist. Da Schnitt, der lagen Buchschnitt. die, genau, da lagen die ja drauf. Hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach und das sind die Ungelesenen. Ah, okay. Ja. Ja, das ist ein guter Tipp. Wie ist es denn, wenn man gerne schreiben möchte? Also ich habe jetzt gelernt, 200 Hefte lesen reicht nicht ganz. Was ist denn, wenn man wenn man schreiben lernen möchte. Also ich weiß, dass der Andreas Eschbach früher Schreibseminare angeboten hat. Ich weiß, dass dein Chefredakteur das tut. In Wolfenbüttel, genau. Ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also du hast es auch mal getan, soweit ich weiß. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sagen, oh, ich möchte gerne das Schreiben lernen? Also, das ist zwar sehr basic, glaube ich, aber ich bin immer der Meinung, das Einzige, was man wirklich tun muss, ist lesen und schreiben, wenn man Schriftsteller sein möchte. Das sind wirklich die beiden einzigen Sachen. Und alles andere ist schön und kann auch manchmal eine Abkürzung sein und kann einem manchmal auch, kann auch befriedigend sein, wenn man in Kontakt kommt, zum Beispiel mit anderen Leuten, die auch schreiben. Das passiert ja auch auf diesen Schreibkursen. Aber das Entscheidende ist wirklich, sich dahinzusetzen und zu schreiben. Irgendwann kann man nochmal lernen, dass man ein bisschen einen analytischeren Blick auf das bekommt, was man selbst so schreibt. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ich habe inzwischen auch, ich glaube, 1.500 Leute in irgendwelchen Schreibkursen unterrichtet. Ne? Also das ist, wobei das meistens eben nur so 90 Minuten auf einer Convention mal sind, wo man sich mal anguckt, wie konzipiere ich denn jetzt ein stimmiges Magiesystem für einen Fantasy-Roman zum Beispiel. Ne? Und das sind alles schöne Sachen, aber das Entscheidende ist, dass die Leute schreiben. Ne? Das ist, und das Schöne ist ja auch, in unserer Kunstform liegt ja alles offen da. Also du kannst dir ja ein Buch nehmen und du siehst, es gibt ja nichts anderes als die Sprache, die da drin steht. Das ist ein Unterschied zu jemandem, der gerne malen möchte zum Beispiel. Der müsste jetzt noch wissen, was für eine Art von Pinsel muss ich benutzen, um so einen Strich hinzubekommen und wie muss ich die Farbe anmischen und was für eine Art von Leinwand hat welchen Effekt nachher auf das fertige Bild oder so. Körnung oder was es da alles so gibt. Das ist bei uns alles nicht. Also bei uns ist wirklich alles, was das Ergebnis ausmacht, liegt fertig und ganz offen in diesem Buch vor einem. Das heißt, man ist auch frei, sich wirklich da alles abzugucken. Das ist in dem Sinne sehr zugängliche Geschichte. Also im Prinzip ist es ja, ne, wir kommen ja so ein bisschen aus der Fotografie mit dem Podcast hier. Bei der Fotografie ist es ja auch so, ne? Also selber rausgehen, sich andere Fotografen angucken und dieses, ich treffe jetzt andere Fotografen, ob das jetzt ein Seminar ist oder ein Walk oder so, ist halt ein schönes Add-on, wo man sich natürlich auch nochmal gegenseitig befeuern kann oder sich austauschen Klar. kann. Aber im Prinzip ist es dann doch am Ende des Tages das Fotografieren. Ja, wobei ich mir vor, ich hätte jetzt die Vorstellung bei der Fotografie, wenn du eine super Kamera hast, hast du wahrscheinlich schon andere Möglichkeiten als jetzt mit einem alten Gerät, mit dem du da unterwegs bist. Und das ist bei uns schon nicht so, ne? Also klar, es mag sein, dass du flotter bist mit einer Textverarbeitung und dass die dir auch hilft, die Rechtschreibung einzuhalten und so weiter. Aber im Prinzip kann jemand, der mit einem Stift auf ein Blatt Papier schreibt, wie vor 400 Jahren, dasselbe Ergebnis produzieren. Das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Vorstellung. Bei der Kamera würde ich jetzt sehr vehement widersprechen, weil ich kenne Na, jede Menge Leute, okay. die mit einer Leica rumlaufen, wo die Bilder wirklich nicht phänomenal sind, nur weil es eine Leica ist. Ja. Du bist ja Analogie Ja. zur Schreibmaschine, ne? Es macht nicht die Schreibmaschine, sondern das, was, ne, da drauf getippt Das wird. ist klar.
Das ist klar. Da komm ich gleich zu einer der nächsten Folgen, die wir haben. Da haben wir nämlich das Thema Artificial Intelligence, also KI, gesteuerte Fotografie. Da gibt es jetzt ein paar da draußen, die schreiben einfach Prompts, so wie das heißt, ne? Also so eine Art Hashtag, ne? Frau mit Regenschirm, mit Spiegelung, New York der 30er Jahre mit einem Omnibus. Bums, fertig sind vier fertige Bilder. Was denkst du denn dazu? Das kann man ja genauso gut in der Schriftstellerei, ne? Dieses ChatGPT, ne? Gibt's Ist ja auch auch. nicht, mach wie Ja, Perry Rhodan ChatGPT und. und es gibt auch noch ein paar, es gibt noch ein paar andere, Ja. genau. Das liest sich zum Teil sehr, sehr naturalistisch. Also ich finde es faszinierend. Also wirklich, weil ich glaube tatsächlich, dass manche, also ich kenne die eben hauptsächlich auf Englisch. Ich schätze das mal, dass auf Englisch sind die schon besser trainiert, nehme ich an, diese Systeme. Das ist, also zum Teil sind das wirklich flüssig lesbare Texte, ja. Auch bei den Übersetzern zum Beispiel, da gibt es ja DeepL, was da jetzt viel macht. Das ist eine schöne Rohfassung, die man dann da rausbekommt. Das ist schon eine feine Sache. Also ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn das. Nö. Okay. Nö, nö. Aber. Das ist auch letztlich, das sind ja alles neue Technologien, ne? Und das ist ja, ist es ja auch nicht der Untergang des Abendlandes, wenn wir jetzt keine Schreibmaschine mehr nehmen, sondern eine Textverarbeitung zum Beispiel, ne? Obwohl die uns ja auch mehr mit mehr Intelligenz unterstützt, eben. Ich nehme zum Beispiel eine Textverarbeitung, die zeigt mir auch schon an, da hast du jetzt aber wieder über 40 Worte in einen Satz geknallt. Ja, zum Beispiel so, ne? Dann wird das so unterstrichen. Das ist ja eine Hilfe, die ich dann da auch habe. Und das finde ich aber auch ganz gut, weil ich auch meine, dass der Kern der Arbeit nicht ist, zu zählen, ob ich jetzt 40 Wörter in dem Satz habe. Das kann man von mir aus gerne eine Maschine machen. Ne? Mit 30 Das ist schon Adjektiven, in Ordnung. Ja. Oder Adjektive anstreichen ne? oder irgendwie was. Ja, das kann das Ding dann alles da machen. Ja. Da hab ich keinen Schmerz mit. Nur bei. Also im Gegenteil, ich finde das auch spannend, was da wohl bei rauskommt, wo uns das hinführt. Bei der Fotografie, ich meine, vielleicht sehe ich jetzt auch das so gehäuft jetzt plötzlich, dass eine ungeheure Reproduktion da entsteht. Also so viele Bilder. Man kann ja quasi, ne, rauswerfen und dann bekommt dann so viele Bilder. Also dass die dann auch alle sehr ähnlich sind. Wie siehst du denn das jetzt nur als Vorgriff für die übernächste Folge? Jetzt bin ich mal an einer anderen Also Quelle hier. ich seh das halt im Wesentlichen mit Neugier. Das Okay. ist meine Hauptregung dabei, was da wohl bei. Also bei Perry Gordon zum Beispiel, ne? Da stellen wir uns ja auch eine Zukunft vor, in der es sehr weite Automatisierungsmöglichkeiten gibt. Es gibt auf Terra, also wie wir die Erde da nennen, gibt es praktisch keine Lohnarbeit mehr. Du brauchst auch in dem Sinne nichts mehr an Faktenwissen zu lernen, weil es Hypnoschulungen gibt. Also du kannst hier so einen Helm aufsetzen, eine halbe Stunde später hast du das Wissen, das heute jemand hat, der einen Doktorgrad in Physik bekommt. Also das Wissen an sich zu erlernen, ist keine Herausforderung mehr. Den Pullover herzustellen, den du gerade trägst, ist keine Herausforderung mehr. Also weder den Werkstoff oder den Rohstoff zu bekommen, noch die Handwerksleistung ist irgendeine Herausforderung. Trotzdem beschreiben wir, es gibt noch zum Beispiel Friseure, deren Aufgabe ist aber nicht, die Schere geschickt zu führen, sondern, wenn du jetzt in den Friseursalon kommst, zu sagen, dir mit deiner Augenfarbe und deinem Gang und deinem Stil, ja, dir würde ich die Augenbrauen so und so frisieren. Ja? Ja, also um deiner Persönlichkeit Ausdruck zu geben. Und du kannst mit diesem anderen Menschen in Kontakt treten und kannst sagen, ja, aber ich möchte ein bisschen extrovertierter auftreten jetzt. Ne? Also ich möchte mein Leben ein bisschen ändern, möchte ihm eine andere Richtung geben, möchte, dass die Leute mehr auf mich zukommen. Was kann ich machen? Und dann ist der praktisch so ein Stilberater. Und das wird eine Maschine nie sein, weil die Maschine immer nur spiegelt, was du ihr gibst.
Und dass jemand anderes dir einen menschlichen Input gibt, das wird es immer noch geben. Also Schulbildung zum Beispiel im Periodenuniversum wäre eben nicht Wissensvermittlung, weil das keine Herausforderung ist. Schulbildung wäre, man nimmt junge Menschen an der Hand und zeigt denen, welche Möglichkeiten das Universum bietet und regt sie an, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Leben machen möchten, das vermutlich 200 Jahre dauern wird bei Perigoden. Das ist die Lebenserwartung, die man dort hat. Was möchtest du damit machen? Möchtest du auf einem Raumschiff anheuern und irgendwo hinfliegen? Oder möchtest du in der Südsee auf einer Insel abhängen? Oder möchtest du Musik machen? Oder wenn du jetzt in 10 Jahren zurückblickst auf diese 10 Jahre, die da jetzt dazwischen liegen, was macht dich dann zufrieden? Und dir dabei zu helfen, solche Entscheidungen zu treffen, das ist Bildung bei Perigordan. Gibt es aber einige, die das heute auch vehement fordern, dass das genauso ist, wie der Robert das gerade Ja, geschildert hat. ja. Also ich glaube auch, dass diese ganzen Techniken uns alle unterstützen werden, aber ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, Ja. dass alles, wo Zwischenmenschlichkeit irgendeine besondere Bedeutung hat, so eine Technik auch nicht akzeptiert würde, ne? Also die Überbringung einer schlimmen Nachricht durch einen Arzt als Beispiel oder auch nur Genau, dieses Hallo, wie glaube war ich Ihre auch. Anreise an so einem Hotelschalter, das möchtest du nicht mit so einem doofen Roboter machen. Und meine Vermutung wäre, dass du das in 200, 300 Jahren immer noch nicht möchtest. So. Genau. Bin ich fest von überzeugt. Genau. Die Entstehungsgeschichte von Perirodan in den 60ern, hast du ja selber gesagt, ne, war ja irgendwie geprägt vom Kalten Krieg und vom, ne, von zwei Fronten. Ist das immer noch so politisch aktuell? Wird da drauf eingegangen? Spielt das mit rein oder wie hat sich das jetzt gewandelt? Also, das ist ja der Wim Wandemann, einer von den beiden Exposé-Autoren, der hat halt gesagt, wir schreiben ja schon in der Welt, aber mit dem Rücken zur Welt. Und du wirst keinen tagespolitischen Bezug finden im Perioden, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn der Autor selbst das will, ja, dann ja, aber nicht von der Serie her. Und trotzdem ist zum Beispiel das eines der grundlegenden Themen jetzt in dem aktuellen Zyklus, in dem Fragmentezyklus, ist so ein gewisser Wahn zur Selbstvervollkommnung und auch zur Bestätigung durch die Gemeinschaft. Also da gibt es eben die beherrschende Kultur, auf die wir da treffen, die bewerten sich ständig gegenseitig und die haben eben so eine Art Cloud, in der diese Bewertungen hinterlegt sind. Und je nachdem, wie hoch deine Bewertung ist, darfst du bestimmte Reisen unternehmen oder nicht. Oder du darfst bestimmte Berufe ergreifen oder nicht. Oder du darfst an bestimmten politischen Entscheidungen partizipieren oder auch nicht. Und was bewertet wird, ist im Kern deine Vollkommenheit. Aber die erste Stufe der Vollkommenheit, die am leichtesten zu erfassen ist und deswegen am häufigsten bewertet wird, ist dein Aussehen. Und wenn die alle finden, dass du scheiße aussiehst, ja, dann hast du halt verloren. Ja. Muss dir halt was einfallen lassen. Und in dieser Kultur ist es natürlich so, du kannst ja dann so ein paar Nanoroboter spritzen, die dann eben dafür sorgen, dass deine Wangen ein bisschen rosiger werden oder wie. Ja. Also da kannst du schon dann viel machen. Das heißt aber dann im Umkehrschluss auch, die sehen eben deine körperliche Schönheit nicht als ein Zufallsprodukt der Natur, sondern das ist Ausdruck, wie sehr du an dir gearbeitet hast. Und das habe ich mal erzählt auf einer Convention und da meinte eine Kollegin, das ist übrigens das, was meine Tochter jeden Tag in der Schule erlebt, auf Instagram. Die wird da ständig bewertet. Für die ist das ein Thema, ob die jetzt ein cooles Foto da hat oder nicht. Ja, und wie lange das her ist, dass die das letzte Mal ein cooles Foto gepostet hat, das ist für die wichtig. Das ist ein wichtiger Faktor in deren Leben. Und in dem Sinne greifen wir tatsächlich gerade was Aktuelles auf, ja, und eine aktuelle Debatte und Diskussion auf. Wenn man zum Beispiel das Gender-Thema nimmt, schon im Band 2700, der ist jetzt 10 Jahre alt, ist also 500 Hefte her,
Da hat der Andreas Eschbach, selbst ein großer Periodenfan und Leser, der hat da eine Familienkonstellation geschildert mit zwei Vätern und einer Mutter. Ja. Und die Protagonistin war eben die Tochter in dieser Familie. Und beide Väter sind ihre biologischen Väter, weil die ihren Samen genetisch vermixt haben und damit wurde die Eizelle der Mutter befruchtet. Also sie ist tatsächlich das biologische Kind von allen drei Eltern. Das ist eine recht moderne Diskussion. Ja, und das ist natürlich auch eine Chance, die die Science Fiction bietet, sowas mal weiterzudenken. Wie man sich dann in der Leserschaft dazu verhält, ob man das jetzt toll findet und erstrebenswert oder eher beängstigend, das hängt dann wieder von dem eigenen Hintergrund ab, den man da einbringt. Aber das überhaupt mal vorzustellen und durchzudenken, das ist da sicherlich eine Möglichkeit, die wir da haben. Und das nutzen wir auch, ja. Sehr schön. Gregor, haben wir da jetzt, sind wir jetzt viel, viel schlauer, ne? Hätte ich nicht Ja, gedacht, doch, dass ich wir habe jetzt so einiges tief Neues eintauchen. gelernt. Ja. Und ich finde halt, der Robert kann das immer sehr schön schildern, wo überhaupt die Chancen in Science Fiction liegen, bei genau sowas, nämlich bei diesen Was wäre denn Dingern, für die der Andreas Eschbach ja auch sehr bekannt ist, und dass man halt Genau. so Gedanken einfach mal ein paar Mal rumdrehen kann im Kopf. Also, und das Schöne ist natürlich auch, sowohl als Autor als auch als Leser, ne? Also der Leser ist ja Ja. derjenige, der sich die Gedanken dann ja vom Autorengehirn in seinem Gehirn dann nochmal ganz anders angucken. Das macht die Sache halt irre interessant. Und wenn ich, weiß ich, also bei mir, Also wenn ich Science Fiction nicht kennen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht viele Bücher lesen. der Dietmar Dart, das ist unser U-Boot im Feuilleton. Der ist Feuilletonist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch ein sehr rühriger Science-Fiction-Autor. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, Nie Geschichte heißt das, also Nie Geschichte, wo er so seine Sicht auf die Science-Fiction darlegt. Und seine Kernthese ist, die Science-Fiction ist eine Denkmaschine. Also das ist ein Algorithmus, eine Methodik, die uns ermöglicht, Dinge zu durchdenken. Das gilt ja für gesellschaftliche Sachen. Ich glaube, das gilt dann auch tatsächlich wieder für Technik. Ich meine, ich hätte mal ein Interview gesehen mit einem älteren Herrn, der früher mal bei Motorola gearbeitet hat, der gesagt hat, das erste Mobiltelefon, was ich entwickelt habe, da habe ich mich halt von Star Trek Classic, ne, von diesem Klappding, ne, also dieses Ja, Motorola ja, ja, Klapphandy, ja. ist halt inspiriert davon, ne? Und das ist natürlich auch eine Form von Gedanken von Autoren bei sich kreisen lassen und dann in der eigenen Welt umzusetzen. Ja, natürlich. Also so alleine dieser Traum, zu den Sternen zu fliegen, ne, das hat halt viele Leute motiviert, die jetzt bei der ESA arbeiten oder bei der NASA arbeiten oder so etwas. Es gibt einen japanischen Nobelpreisträger, ich habe leider sowohl den Namen als auch das Feld vergessen, bei dem er den Nobelpreis gewonnen hat. Der wurde kürzlich interviewt, was ihn denn so zu seinem Lebensweg inspiriert hat. Und er meinte, seine Lieblingsserie als Jugendlicher, also er ist Japaner, ja, seine Lieblingsserie als Jugendlicher war Perry Rhodan. Und das hat er also in der Schule gelesen und das hätte ihm ein positives Bild von Wissenschaften vermittelt. Und jetzt ist er halt Nobelpreisträger. Ich meine, der wäre wahrscheinlich auch so Nobelpreisträger geworden, aber es war sicherlich eine Bestätigung, dann für ihn da diesen Weg einzuschlagen. Also Fazit, Kinder, lest Perry Rhodan und ihr werdet Nobelpreisträger, ne? Ja, eigentlich Ja, alle, eigentlich nee. alle. Also ein paar sind noch in der Warteschleife, ja, die jetzt nur 400 gelesen haben, aber ja. Sehr schön. Gregor, hast du noch was? Ach, ich habe noch massig, Ich aber wir weiß, müssen ja ein ich bisschen weiß. Rücksicht auf unsere Zuhörer nehmen. Die sind das ja gar nicht gewohnt, so über eine Stunde und Also, Aufmerksamkeitsspanne oder so. Weiß ich halt ja. nicht. Nee, der Die Stefan. Science Fiction fordert halt. Ja, nee, alles gut. Nee, ich fand es richtig spannend. Also, ich darf nur kurz das Thema der nächsten Woche ankündigen. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp dazu. Da geht es um, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kunst mit Handicap. Wir haben nämlich zwei Rollstuhlfahrer, die auch Fotografen sind. Also dann geht es um den Austausch Künstler im Rollstuhl oder bin ich ein Rollstuhlfahrer, der fotografiert. Ne, das ist
ja, bisschen ambivalent, ne, wie man so sagen mag, ne? Also das, ja, aber natürlich auch der Aspekt, wie barrierefrei heute unsere Umwelt ist, ne? Also da es ist schon, es kam von unserem Hörer Ralf Milewski und das fand ich richtig gut. Also da haben wir es gleich aufgegriffen. Ich kannte halt noch einen Rollstuhlfahrer, der Christian Stobst, mit dem wir dann reden. Und da waren ein paar Aspekte dabei, die ich so überhaupt nicht gedacht habe. Also freut euch auf nächste Woche. Da haben wir die beiden im Gespräch und dann da die darauffolgende Folge ist dann halt, wo es um die künstliche Intelligenz in der Fotografie geht. Da haben wir den Thomas Leuthard zu Gast. Da, jetzt habe ich schon mal zwei Folgen im Voraus gegriffen. Seid Krass. gespannt. Robert, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Robert, weil war wieder schön, so ein paar Gedanken von da aus deinem Gehirn in unseren Gehirn kreisen zu lassen. Fand ich sehr inspirierend. Und in den Blog tun wir dann, ja, tun Alles wir rein, alle Folgen. alles. Roberts Auftritte bei Twitch können wir ja verlinken und bei YouTube. Ja. Also ganz heißen Und Dank. vielleicht mykiosk.com, dass die Leute wissen, wo sie Perioden kaufen. Ja. Natürlich. So Und ein habe ich ja den Händler meines Vertrauens auch gefunden Abo-Code, dann. Ja. ne? Sehr schön. Dann bis nächste Woche, ne? Und wir sagen jetzt schon mal Tschüss, ne? Ja, Tö. tschüss. Lass mal weiterlaufen. Ja, klar. Ja. Hast du noch was vergessen, Gregor? Nee, ich, Warst doch nee, so ich schön, habe musst da noch, ich durch hab mir zu alles viel vorbereitet. aufgeschrieben. Ich fühle mich so ein bisschen an mein Reportage-Fotografie-Seminar erinnert. Kill Your Darlings, ne? Also ich habe halt gesammelt, so seit der Robert zugesagt hat, und dann habe ich versucht zu kürzen und habe das aber mit dem Kürzen auch wieder bleiben lassen. Ich finde eigentlich auch bei Ja. jetzt bei den anderen Gästen, das funktioniert ganz gut eigentlich, wenn man im Gesprächsverlauf einfach sagt, okay, die Frage passt jetzt und die andere Frage passt halt weniger so. Weil sonst ist es auch wie ein Klar. Fragenkatalog, ist ja auch nicht schön, ist ja dann kein Gespräch. Nee, das ist schon besser, wenn sich das entwickelt, finde Ja, ich auch, klar. ne? Nee, da verstehen wir auch, dass wir einfach ein lockeres Gespräch haben. Ne? Ich kam jetzt ganz von der anderen Seite, ich konnte gar nicht mitreden, das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt. Nein, aber damit repräsentierst du ja auch eine Zuhörerschaft, die eben für die das eben auch neu ist. Das ist ja Genau. auch wichtig. Ja. Ne? Gibt es denn, was du sonst noch liest? Oder du kannst ja nicht nur Science Fiction lesen, oder? Hast wahrscheinlich auch den Schwarm gelesen. Also den Schwarm habe ich gelesen, ja. Also dem fand ich auch sehr gut. Ja. Nö, also ich lese eigentlich, zum Beispiel lese ich sehr gerne Biografien. Ich fand zum Beispiel die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, fand ich Echt? klasse. Okay. Ja, das ist schon hochinteressant. Ja. Was ist die Kernaussage? I'll be back. Nein. Nee, also was mich zum Beispiel überrascht hat, ist, dass Arnold Schwarzenegger sagt, er sieht sich primär als Unternehmer. Okay. Das ist also, der hat wohl als kleiner Junge schon an so einem Badesee hat er von dem Eisverkäufer eben Eis gekauft und dann ausgetragen. Also dass die Leute nicht mehr zu dem Eisverkäufer Achso, mussten, sondern hat er eben ein Wiederverkäufer. paar Pfennig, ja, hat er ein paar Pfennig damit gekriegt, praktisch für den Bring-Service sozusagen. Ja, und dann ist er ja da mit seinem Bodybuilding groß rausgekommen und dann als Schauspieler und dann als Governor von California, Kalifornien und genau. sowas. Ja. Und das war schon faszinierend, so seine Sicht dann da mitzubekommen. Ne? Und jetzt als Botschafter für Umwelt, ne? Oder für Also die zumindest ist grüne er da sehr Zukunft. aktiv, genau. Ja. Das hat er, glaube ich, auch schon als Governor viel vorangetrieben auch. Das Ne? stimmt. Und jetzt äußert er sich zumindest häufig so in der Richtung auch, ja. Sehr gut. Ja. Was hat es denn noch? Hast du eigentlich, du sagst ja, du schreibst jeden Tag stundenlang. Ja, hast du auch mal so eine Zeit, wo einfach da nichts rauskommt? Also wo du wirklich vollkommen leer bist? Nee, aber das ist auch, glaube ich, wenn man zum Beispiel jetzt einen Klavierspieler hätte und sagen würde, dem sagen, setz dich mal ans Klavier und spiel mal was, der würde ja auch irgendwas spielen. Ne? Also ob das jetzt das Okay. große Meisterwerk ist, ist die nächste Frage. Das wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber irgendwas muss der spielen können, wenn der Klavierspieler ist. Und ich kann auch immer irgendwas Also, schreiben. Also irgendwas geht immer.
Also keine Blockade, nichts, kein weißes Nee. Blatt, Angst oder sonst. Aber dann ja, bist aber Nein, nein, nein. gesegnet, ne? Also es gibt ja wirklich Leute, die irgendwann Ja. die Lust verlieren, ne? Wie hier mit dem Thomas Leutert, den wir jetzt haben, der hat nach 18 Jahren gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr auf Fotografie, ne? Und der war. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also ich finde, dann kann man ja auch mal sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ne? Und fertig. Okay. Ich mache jetzt auch Pause. Also ich habe jetzt sehr viel gehabt im Januar und jetzt im Februar ist es schon deutlich weniger. Und jetzt habe ich mir auch vorgenommen, ich mache mal ein paar Wochen wirklich Pause. Ne? Aber das ist auch seit 10 Jahren das erste Mal, glaube ich. Okay, Also. ja. Ja. Aber irgendwann zuckt es dann wahrscheinlich wieder, ne? Sagst, ne, jetzt habe ich da was Ja, entwickelt. das kann ich mir schon vorstellen. Ja, genau. Aber das ist auch wenn nicht, wäre es für mich jetzt so nicht schlimm. Ne? Also mal ja halt irgendwie was anderes. Aber das ist halt. Also ich glaube schon, dass Disziplin schon sehr hilft bei diesen Sachen. Gerade also mit allem, wo man als Selbstständiger unterwegs ist, weil du ja niemanden sonst hast, der dich so treibt. Ne? Also das ist, musst du da schon selbst dich da aufraffen. Ich habe mir die Autobiografie von dem Murakami gelesen. Das ist ja auch ein Typ, ne? Also da habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen bekommen, ne? Also der hat halt dieses extrem viel Joggen und dann diesen ganz genauen Tagesablauf, wann der schreibt und wie der schreibt. Also der ist so richtig durchgetaktet und so. Und im Gegensatz dazu, was der inhaltlich schreibt, das ist ja, weiß ich nicht, mystisch. Also das hat ja, das ist ja genau das genaue Gegenteil von einem durchgetakteten, Würde nerdigen man da gar Mensch, nicht ne? vermuten, ja, genau. Also krass. Aber das ist auch, manchmal ist das ja auch ein bisschen erschreckend, so diese Charlie Chaplin, von dem sagt man das, glaube ich, der war ja unheimlich komisch, Privat aber so null. im privaten Umgang, ne, war der wohl sehr drakonisch, ne? Also das war komplett anders drauf, so, ne? Nee, nee, nee. Aber das finde ich ja schön. Also, was du noch an Talenten hast mit dem Tanzen, das fand ich ja. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, bis der Gregor mir das so explizit gesagt hat, weil du in deinem Erklärvideo, da hast du ja wirklich hier den Ja. Strange Move drauf. Ja. Also, das fand ich ja lustig. Ich denke, Alter, wenn man das Universum in einer Stunde und noch mit Tanzeinlagen, was willst du mehr, ne? Krass. Genau. Hast du eigentlich schon mal Initiative Formation geht getan? hüftsteif. Ist das Bitte? Formation oder Paartanz bei dem Lateinamerika? Paartanz ist das. Ah, Nee, okay. das ist Ja, ich Paartanz. frage meinen Sohnemann hat viele Jahre halt Formation getanzt, ne? Also 8 Paare in Bonn. Nee, das meine ich nicht. Also ich bin auch bekennender Freizeittänzer ohne jeden Ehrgeiz. Also das ist ja auch wichtig, wenn man dann so seine Tanzpartnerin da hat, ne? Wenn die dann, also man muss da irgendwie dasselbe dann auch Ja, wollen. klar. Wenn die halt sagt, ich muss mich hier jetzt wirklich exakt weiterentwickeln, dass das alles genau passt, dann ist sie halt bei mir dann halt falsch, ne? Aber wenn die halt sagt, wir können halt ganz spaßig mal 2 Stunden hier übers Parkett joggen, ja, dann ist sie bei mir halt richtig. Hast ja Glück, dass diese Woche Let's Dance anfängt, ne? Oder wie war das? Genau. Bist du Fan von? Gucke ich gerne. Ja. Und das ist auch bei uns in der Tanzschule natürlich Thema dann Also, da, ne? ist da jemand dabei oder sowas? Ich meine, da steckt ja ein Riesenteam, da hängt ja da dran, ne? Ich dachte jetzt nur RTL Köln. Also zwei von aus der Tanzschule sind da mal gewesen bei Let's Dance, also bei der Aufzeichnung im Publikum, ne? Und haben dann erzählt, dass Jorge in den Pausen immer die Haare noch gelegt bekommt, dann da, dass das bei der nächsten Einstellung dann auch wieder passt. Ne? Das ist für mich immer das Highlight, mit welcher Kostümierung oder Frisur oder was auch immer, was da kommt. Genau, Aber ja, ich finde es ja total unterhaltsam. Also, obwohl ich könnte überhaupt nicht unterscheiden, ob da jetzt der Schritt links und rechts ist, einfach nur die Show drumrum, ne? Und dass das ja. in gewissem Maße ernsthaft ist, aber dann auch wieder sehr viel Show dabei ist, ne? Und diese Typen, Auf die jeden ja Fall, manchmal haben, natürlich. weißt Ja, klar. du, was ich meine, ne? Wenn da so absolute Ja, Nicht-Tänzer auf jeden dabei Fall. sind, ne? Und Ja, du natürlich. den Fremdschämen, wie war das? Heide Simone, das war da Hoppel-Heidi oder wie sie den genannt haben, ne? Aber mittlerweile ist ja schon echte Akrobatik, ne? Wie was da rausgehauen Ja, wird. Ist ja, das ja, wirklich so ja. oder tun die nur so das allerhöchsten Tönen, dass das wirklich Profiniveau ist oder ist das, ich weiß nicht, hier Nee, das ist, dieser Italiener. nein, das ist schon, nein, das ist schon wirklich super. Aber
Das ist eben was anderes. Was sind ja in dem Sinne, sind das keine geführten Tänze, sondern die studieren eine Choreografie ein für 90 diese Sekunden, Sendung. ne? Genau. Dafür muss es passen, dafür ist es auch total super. Was wir machen, ist ja, der Herr führt und die Dame folgt, ne? Also die Dame weiß nicht, was jetzt 3 Schritte später Also, kommt. okay. Das ist da ja anders. Da haben die ja ihre komplette Choreografie einmal Ja. durchgemacht und führen die dann vor. Gut, dramaturgisch wird es natürlich auch noch dann immer ganz besonders, wie heißt das da, dieser Freestyle, wie heißt der nochmal, Contemporary, ne? Wenn grundsätzlich barfuß getanzt werden muss, ne? Das ist ja Pflicht, ne? Ja, Und das Hemd muss klar. aufgerissen sein und durch Mauern werden durchstoßen. Das machen wir natürlich auch alles, Ja, jeden eben. Freitagabend, das ist klar. Gibt es da ein Video von dir, was man reinhauen kann, wo du mal am Tanzen Ja, bist? Oder willst du es lieber nicht? nee, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das Science-Fiction-Dance. Oh, jetzt fange ich auch vollkommen an zu spinnen hier. Ist das auch ein gesellschaftliches Ereignis in den Romanen? Tanzen oder sonst was? Ja, also bei mir wird öfter getanzt. Okay, Ja. cool. Und zwar bevorzugt in der Schwerelosigkeit, also Schwerelosigkeitstänze. Ist das leichter? Wahrscheinlich, ne? Nee, weil du, sobald du jemandem einen Impuls Ach, gibst, stimmt. fliegt er ja in diese Richtung. Also musst du aufpassen, dass du deine Tanzpartnerin immer im Griff behältst. Ja? Sachte, Aber es gibt Figuren, da kannst du an der Nase geführt werden. Das ist natürlich ganz schön. Die Also bei Hebefigur von, wie heißt das, Dirty Dancing, die dann ewig Genau. hält. Aber eine Tanzszene kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, also weil ich ja Sternbrücke. Also in der Sternbrücke geht es ja auch um Erotik einmal in der Schwerelosigkeit, was Ja. es da zu beachten Ja. gilt. Ja, wieder ein schöner Genau. Bezug zwischen Physik und Real Life, so was man so beachten muss halt, ne? Ja. Wahnsinn. Da war die Recherche sehr aufwendig. Ja, ich habe ja immer mal überlegt, so einen Parabelflug zu machen, aber ich glaube, der ist sehr teuer, ne? Da kann man das ja mal dann testen. Der Philipp P. Petersen hat das gemacht, der wohnt in Bonn. Also Okay. der ist ja auch ein Science-Fiction-Autor. Ja. Der hat davon auch mal ein Video hochgeladen bei YouTube. Also wenn du das vorhast, kannst du ihn mal fragen, wie er da dran gekommen ist und was das kostet und sowas. Das hat er alles hinter sich. Ja, ich Für glaube, dich. so eine gewisse Fitness braucht man da auch, vermute ich mal Ja. so. Im Moment bin ich da nicht so ein Wieso, du wiegst bisschen. ja doch nichts. Bitte? Ja, aber die Körperbelastung in der Parabel ist ja enorm, ne? Ach. Ach so, ja, stimmt. Ach, was. Du wiegst auch nichts. 10G. Also, ja. Das ist ja schnell Ach vorbei. so. Ja, das Ja, ist ja das nicht wäre viel witzig. Zeit. Ich weiß nicht, wenn die eine große Parabel haben, wie viel hast du da? Da hast du, weiß nicht, 20 Sekunden vielleicht oder 30, wenn es hochkommt, ne? Ja, das ist nicht viel. Ja, genau. Wäre das was für dich, wenn tatsächlich die Kohle hier auf dem Tisch liegt, hier einmal bei Elon Ja, Musk oder wer auch immer da einsteigen und mal auch raus? da habe ich deswegen widerstreitende Gefühle, wenn ich bei der Kirmes in diese Drehdinger da gehe, ja, dann ist das Geld für die letzten 3 Mahlzeiten rausgeschmissen. Geht mir auch so, mir wird immer schlecht bei so einem Mist. Also selbst bei den Das mir einfachsten wird total Bewegungen, schlecht. ja. Ja, Nee, genau. stimmt. Also, nee, war. Nee. Aber Mag ich auch nicht. Also, es Schiffe kommt. und alle ungewohnten Bewegungen ist nichts für mich. Ja. Es kommt übrigens immer Also. drauf an, wenn du fragst, ne? Übrigens auch Kölner hier, wenn du den Marc Benecke fragst, würdest du da einsteigen, wenn dir einer sagt, hier geht zum Mars, ne? Der hat ganz andere Probleme, ne? Und der sagt, Schimmelbildung und alles, was länger ist Ja. als so und so, das sind alles noch völlig ungelöste Probleme. Der hat das mal ziemlich detailliert auseinandergenommen, fand ich total interessant. Der hat gesagt, nee, kriegst mich nicht rein. Also nicht in so Ja, eine Never-Come-Back-Geschichte. aber der ist auch alles, was so mit Bazillen und so zu tun hat, da ist er, glaube ich, besonders. Der hat ja immer so ein Spray mit, dass er dann, wenn er Zug fährt, dass er dann Ach da den so. Tisch absprüht und sowas alles, um das zu desinfizieren. Ich glaube, der ist da auch nochmal besonders empfindlich, was sowas angeht. Sehr schön. Mensch, jetzt haben wir aber Ja. einen guten Kreis gezogen. Ich sag, wir machen mal jetzt lange Ja, Feierabend, weil wir haben stimmt. echt auch noch einen schönen Outtake rausgehauen. Fand ich jetzt echt interessant mit dem Ja, Tanzen der und so. Also Film geht jetzt auch ja, zu Ende richtig hier, gut. ne? So. Hm? Der Bitte? Film geht langsam zu Ende hier.
Ja, genau. Alles klar. Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Was mache ich denn jetzt mit der aufgenommenen Tondatei? Braucht ihr die Ja, oder? das wäre ganz herrlich, weil wir Ja, müssen am gut. Samstag muss das fertig sein. Das schickst du mir am besten Gut. gleich per Mail oder WeTransfer. Gut, Dann mache ich. wäre ganz toll, wenn du noch ein bisschen Biodaten oder sowas da, dabei hast. Das ist bestimmt irgendwie so ein Textblock, ne, dass ich das mit. Also wann geboren und Was so auch immer, weiter was du noch. da fertig hast, dass ich das nicht Ja, ja. mühselig alles vielleicht sogar noch falsch kopiere, wenn du das auch Gut. noch mitschickst. Wäre echt ganz super. Vielen, vielen Dank nochmal und bis Gerne. nächste Woche. Ja, Tschüss. achso, dann. halt, stopp. Wann Tschüss. darf der Robert ankündigen? Kann er ja eigentlich ab sofort jetzt, ne? In seinen Kommt Kanälen, am ne? Samstag raus. Samstag Nee, aber er ist darf dann. jetzt Also, ab sofort ankündigen, gehe ich von aus, ne? Ist natürlich. ja nicht geheim. Ja, aber am besten ist wahrscheinlich, wenn ich den Link habe und ihn da direkt reinhaue. Dann Wäre können wir natürlich das uns da Allerbeste, das schicke ich draufgehen. dir, Ja, sobald ich es fertig so. habe. Ja, Offiziell genau. schalte ich es so um 16 Uhr am Samstag frei. Bist du auf Twitch, Robert, am Donnerstag? Ja. Ja, dann könnten wir das ja vielleicht da breit treten, zum Beispiel. Ja, aber Ja, ohne naja, Link ja. ist ein bisschen, aber gut, egal. Muss man dann halt Und so. sonst in der Woche drauf. Also das ist. Ja, passt schon. Ja. Alles klar. Gut. So, dann vielen, vielen Dank, ne? Gut. Und könnt ihr Aufnahme Danke starten, dann mache dir. ich jetzt schon. Okay. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.